Ihr habt lang genug gewartet, aber jetzt sind wir da. 40K Kings of the Hill, jetzt gibt's die Bars. Mach die Airbrush an und dann base die Figur. Pack die Würfel in den Sack und dann straight auf die Tür. Fahr nach Wertburg, Berlin, München oder Hamburg. Bellica, TTM, egal welcher Standort. Hauptsache zocken, je härter, desto besser. Battle Rap Tactics, jede Woche fresher. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, liebe 40K-Athleten. Hier sind wir wieder bei den Kings of the Hill. Heute, ich glaube, erstmals, mit Matthias Bellmann hier. Schön, dich hier endlich dabei zu haben. Ja, hallo und auch von mir ein herzlich willkommen, liebe 40K-Athleten. das musst du dir auch erstmal direkt angewöhnen. Also egal, wo du was begrüßt, es ist jetzt ab jetzt immer so. Stand sogar in deinem Vertrag eigentlich, oder? Das steht auf der Sonnenblende von meinem neuen Firmenwagen. Immer wenn ich die runtermache, dann hast du so ein Bild von Adrian mit dem Zeigefinger auf mich und dann Regel Nummer 1. Oh ja. Yeah. Ja, regeln kannst du, habe ich gehört. Auf jeden Fall. Manchmal schon, manchmal nicht. Okay. Immer wie es einem gerade so passt. Für diejenigen, die sich wundern, was wir beide jetzt hier Tolles machen, wir haben uns überlegt, ein neues Format einzufügen, mehr oder weniger. Und zwar einen kleinen Paint and Travel Podcast von Micha und mir. Das heißt, ihr werdet uns demnächst öfter hören zu allen möglichen Themen, wahrscheinlich so alle 1-2 Wochen, je nachdem, was so ansteht an Releases. Und dann bekommt ihr ein bisschen eine Mischung aus Inhalt und Geschwafel und geistigem 40K-Dünches für unterwegs oder zum Malen, dass ihr euch so ein bisschen beschallen lassen könnt. Und das Ganze starten wir tatsächlich diese Woche mit dem allerersten großen Codex, der released wurde mit den Tyranniden. Dem besten Codex. Wie auch immer die Ergebnisse sind, aber es ist der beste Codex. Der tollste Codex von allen. Der tollste Codex. Frisch am, wir haben neue Death Leaper-Bilder bekommen, Tag. Stimmt. Heute gab es ja die neuen Bilder von dem besonderen Death Leaper-Typen. Ne? Ja, wir können uns jetzt sicher sein, dass er weiblich ist, wahrscheinlich. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass er ein Cape hat. Oder ein Kilt. Vielleicht ist er doch männlich. Vielleicht ist er ein Kilt. Könnte aber auch ein Schotte sein. Ja, zumindest hat er einen Schwanz unterm Kilt auf jeden Fall. Okay, wollen wir mal anfangen? Du hast gesagt, ein scheiß Name-Podcast. Du hast mir schon die Möglichkeit gegeben, deine schöne Namensfindung hier so rund an der vorbeizuschleichen, wie ich mich darüber ein bisschen beäumeln wollte, aber. Naja, du musst es halt nur wie seriös. Nein, kommen wir zurück zum wirklichen Thema. Du wolltest das Ganze ja auch ein bisschen so aufteilen, dass wir auch zukünftig, wenn wir sowas durchgehen wie Indizes, Kodizes und alles, was rauskommt, an wichtigen Informationen, hast du dir eine kleine Aufteilung überlegt, dass wir möglichst alle so abholen können, wie sie es brauchen entsprechend. Genau, also im Grunde im ersten Teil zum Start wird es gleich so ein bisschen darum gehen, was sind die Tyranniden allgemein. Wir wissen ja, jetzt kommen 20, 30 neue Bücher raus. Allein die Space Marines sind 500 Seiten PDF oder noch mehr. Und ich sag mal, der normalsterbliche Mensch, der hat jetzt nicht so die Zeit, sich jede Fraktion, alle Seiten komplett durchzulesen. Deswegen haben wir uns vorgenommen, für euch das so ein bisschen zu durchforsten, zusammenzufassen und euch einen kleinen Eindruck zu geben, was kann ich von dieser Fraktion erwarten, wenn ich dagegen spiele. Danach wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Auch, was sind so ein paar Kombos, was sind gute Sachen, worauf muss man achten oder auch für diejenigen, die Fraktion selber spielen. Und gegen Ende geht es dann halt eigentlich eher Richtung, es ist ja voll cool, wenn man das mit dem kombiniert und irgendwie besonderen Stuff. Jawohl. Also grobe Infos, kurz dranbleiben, mittlere Infos, könnt ihr so lange dranbleiben, wie ihr wollt. Und wenn ihr dann noch unterwegs seid und Bock auf Scheiße labern habt oder Scheiße Laberei zuhören habt, dann könnt ihr das ganze Ding auch bis zum Ende hören. Genau. Je nachdem, wie lang die Reise ist oder je nachdem, wie viel ihr noch malen müsst. Ja. Was würdest du sagen? Also so Tyranniden, bisher waren die ja eher so, ich fress alles auf und kann irgendwie gar keine Mission spielen und nichts. Wie würdest du die dann so ganz grob einschätzen, wie die sich verändert haben? Ja, ich glaube, wenn man mal so, also bis jetzt ist ja noch nicht allzu viel draußen, aber trotzdem schwirren da ja schon sehr, sehr tödliche Kombinationen
was man so am Wochenende von dem Elder-Stream gesehen hat, was für Marine-Kombinationen möglich sind, sehr, sehr tödliche Kombinationen weiterum. Und ich glaube, davon müssen sich die Tyranniden-Spieler verabschieden. Also die Datenblätter sagen jetzt nicht so, okay, ich töte dich wie jetzt zuletzt mit dem Codex in der 9. und Punkte am Ende. Und wenn es ideal läuft, weil ich habe keine guten Secondaries, nehme ich trotzdem noch ein bisschen was mit, wenn du mir was anbietest. Aber im Grunde gewinne ich übers Töten und dadurch Kontrollieren des Spiels. Davon müssen wir, glaube ich, eine 180-Grad-Drehung hinlegen. Wir werden, glaube ich, zumindest solange der Index aktuell ist, nicht die tödlichsten Waffen im Spiel haben, sondern eher das Tool Bewegung, selber Bewegungsspielereien machen, den Gegner mit Bewegungsspielereien ein bisschen eindämmen, Battleshock besser haben als der Gegner und dadurch ein besseres Primary Mission Play und potenziell Secondary Mission Play. Also wir sind jetzt auf der anderen Seite der Nahrungskette und müssen uns die kleinen Schwächeren zurechtlegen und weg Battleshocken. Das heißt, im Grunde statt Einheiten zu töten, muss man jetzt irgendwie anders die Punkte machen? Würdest du eher sagen, dass, was würdest du sagen, ist so die größte Stärke oder Schwäche? Also wird man jetzt eher große Monster sehen oder Krabbelzeug oder ist man unglaublich schnell oder eher stabil, dass man einfach durch die Feuerhagel der Sternguards durchrennen wird und so weiter? Wie würdest du das eher einschätzen, was so die größten Stärken oder so der Tyranniden sind? Ich glaube schon, dass also die Kernrule der Tyranniden ist halt, wenn ich Battleshocks mache und in Synapse bin, früher war es ja furchtlos, jetzt mache ich den Test einfach nur mit 3W6 statt 2W6. Das heißt, meine Chance, nicht gebattleshockt zu werden, ist höher als die vom Gegner. Im Gegenzug habe ich meine aktuell die Shadow in the Warp-Regel, dass ich in einer beliebigen Command-Phase, entweder meiner eigenen oder der vom Gegner, den Gegner sagen kann, okay, für jede deiner Units machst du jetzt einen Battleshock-Test. Das heißt, ich kann auf diesem Wege schon mal das Primary-Spiel eventuell auch in eine Richtung lenken. Also im Idealfall sündigst, das haben wir gerade auch schon im Vorfeld, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, nochmal durchgeguckt. In der gegnerischen Command-Phase meine Fähigkeit, er muss komplett testen. Eventuell verliert er dadurch Objectives, weil er Battleshock failed und nur noch mit solchen Units auf dem Marker steht. Und das bleibt bis zu seiner nächsten Command-Phase aktiv. Das heißt, im Idealfall scoret er schlechter in seiner Phase und ich score besser in meinem, weil er dann auch weniger Objectives hält. Von daher ist das ein großer Punkt, wie ich Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Und die Bewegung. Also wir haben viele Datenblätter, die nochmal zusätzliche Bewegungen ins Spiel bringen, neben dem Normal Move Advance oder sonstigen. Dass ich im gegnerischen Zug mich bewegen kann, wenn auf mich geschossen wird oder nach dem Schießen. Ich kann die gegnerische Bewegung beeinflussen. Also das wird die Phase sein im Spiel, wo wir jetzt den Gegner ein bisschen auf den Sack gehen können. Also ganz, ganz viel über Bewegung. Und wie ist das so mit Stabilität dann? Also Bewegung und Trickery. Und würdest du sagen, dass es auch valide Optionen gibt, die so ein bisschen in ihren Mann stehen können und auch mal irgendwie in die Mitte gehen und irgendwie kämpfen oder was im Offenen halten können oder eher so, solange der Marker versteckt ist, kannst du den halten und sonst hast du Probleme. Das wird natürlich noch sehr, sehr spannend, weil wir halt noch gar nicht so viel wissen, was an Damage bei den anderen Factions rauskommen wird. Mhm. Aber aufgrund von einem Stratagem, dass wir zum Beispiel eine Unit, beziehungsweise mit einer gewissen Kombination auch zwei Units, einen 5er Feel No Pain für eine Phase verpassen können, kann man natürlich auch dicke Units mit hoher Toughness und einer guten Rüstung zusätzlich nochmal einen richtigen Haltbarkeitsschub geben. Das wäre nämlich die Rapid Regeneration, wo ich einer Einheit einfach einen 5er Feel No Pain gebe. Und wenn ich einen Hive Talent dabei habe, kann ich quasi für 0 CP einer weiteren Einheit in 12 Zoll, meine ich, das gleiche Stratagem nochmal verpassen. Auch wenn es halt schon mal gezogen wurde. Und so kann ich dann natürlich, wenn ich den Damage vom Gegner einschätzen kann, auch sagen kann, okay, das kriegst du jetzt diese Runde nicht klein. Sei es ein Monster, was ich da hinstelle, oder eine große Unit. Aber das wird auf jeden Fall spannend, was der Rest vom Schützenfest so, womit die zur Schießerei kommen. Ich glaube tatsächlich, so das, was ich bisher so gesehen und gelesen habe von den Tyranniden oder wo wir auch eben drüber gesprochen hatten, ich glaube, was unglaublich ausschlaggebend ist, dass man
entweder sowas wie Lektoren hat, die quasi, oder viele Loan Operative Units hat, die außer von 12 Zoll gar nicht beschossen werden können. Dann irgendwie so ein bisschen schnelle Wuseleinheiten wie Gargoyle zum Beispiel, die irgendwie nach vorne pushen und Marker klauen. Super geil schnell, die Jungs. Und dann irgendwie vielleicht dicke Einheiten, dass man als Gegner nur eine Einheit hat, auf die man wirklich Sicht hat und schießen kann. Und das dann meistens irgendwie so eine 5er Philopain-Einheit, die sich irgendwo breit macht. Und ich glaube, was auch noch ziemlich stark ist, ist eine Kombination aus indirektem Beschuss, der immer über das Abfangen ausgelöst wird. Das heißt, sobald man sich auf die Tyrannie bewegt, wird man beschossen. Und ich glaube, der letzte Punkt, wo die Tyrannie was einen unglaublich massiven Impact hat oder das Spiel so ein bisschen lenkt, ist, dass viel über so Reserven, Deep Strike, Screening vom Gegner irgendwie entschieden wird. Mit Einheiten, die entweder direkt über den Deep Strike kommen oder nachträglich nochmal kommen, dass man irgendwie als Gegner eigentlich screenen muss und trotzdem irgendwie nach vorne fahren muss, um die Lone Operatives zu töten. Aber wenn man nach vorne fährt, wird man irgendwie indirekt beschossen und von so einem Blob aufgefressen. Wenn man aber nicht nach vorne geht, dann kommt was Schnelles und klaut einem die Marker. Ich glaube, das wird irgendwie so ein. Also es sieht erstmal so ganz dynamisch und strategisch aus mit ganz viel irgendwie Druck und Fehlersuche und so. Ja. Was würdest du dazu sagen? Ja, kann ich dir auf jeden Fall so zustimmen und es wird super spannend und spaßig, neue Wege zu finden, mit den Tyranniden einem richtig auf den Sack zu gehen. Und man, zur Not kann man ja immer noch sagen, ach, Art of War hat eh gesagt, ist C-Tier, also du hast gerade nur eine C-Tier-Armee geschlagen und ansonsten kann man, wenn man es dann halt gemeistert hat, dann, nee, 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 du wurdest von C-Tier platt gemacht. Aber ja, der Meister des Tiefstapels. Ja, nee, also das wird super cool, da entsprechend die ganzen Tools anzubringen und die Tyranniden, die potenziell immer noch sehr schnell sein können, obwohl man ja jetzt schon gesehen hat, dass überall Geschwindigkeit so ein bisschen rausgenommen wurde. Also die Elder sind langsamer geworden. Defgard ist quasi nochmal auf die Bremse getreten. Und überall ist ein bisschen was an Movement rausgeflogen. Und das kann man natürlich nochmal einschränken mit den ein oder anderen Hilfsmitteln, die man hier im Index zur Verfügung hat. Das wird schon ganz cool. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass man sich quasi zu Beginn der ersten Runde eine von drei Fähigkeiten aussucht. Ob man jetzt entweder Precision bekommt, wenn der Gegner viele Charaktere spielt, oder ob man gegen so Monster- oder Vehicle-Listen spielt, dass man dann Sixes Auto-Wound in Form von Lethal Hits dabei hat. Oder eben auch die Exploding Sixes gegen Infantry und Swarm, dass man irgendwie gegen relativ einseitige Armeen dann immer noch irgendwie eine Chance hat, solange man gut kniffelt und Sechsen würfelt, dass man so ein bisschen im Spiel bleibt. Ja, und auch ganz spannend, also werden wir später im Verlauf dann auch nochmal sehen, dass Vehicle oder Monster und Vehicle theoretisch ein Problem vielleicht werden könnten, zumindest im Fernkampf etc. Und dass man, wenn man den Rest vom Gegner handeln kann, sich dann noch ein kleines Upgrade gegen Monster und Vehicle holen kann, um auch mit nicht den idealsten Waffen dann mal den Damage anzubringen zu können. Ein bisschen auf Lucky Hits würfeln kann. Was würdest du sagen, ist so dein Lieblingsstratagem? Oder was würdest du sagen, ist so das wichtigste Stratagem, was man auf jeden Fall kennen muss, wenn man gegen Tyranniden spielt? Ich denke mal, der 5er Feel No Pain auf jeden Fall, der wird ausschlaggebend sein. Wo ich dann natürlich, wo es erstmal drauf ankommen wird, ist ja nochmal immer diese Bewegung in der Fight Phase, wo gerade noch ganz viel heiß diskutiert wird, was da alles möglich ist und was nicht. Und das wird das Training einfach bringen. Aber auch da haben die Tyranniden wieder den Overrun zur Verfügung. Also quasi, ich nehme eine Tyranniden-Unit, bevor sie in der Fight Phase, bevor sie konsolidiert und bis zum Ende der Phase, jetzt gehe ich noch einmal ganz kurz drüber, kann ich 6 Zoll statt 3 Zoll bewegen. Ich muss den Currency in Engagement. Moment. Jetzt muss ich selber on the fly.
Wenn man nicht im Nahkampf ist, dann darf man einen 6 Zoll Normal Move machen. Also theoretisch könntest du nach vorne gehen, irgendwas erschlagen und dann hinter die Wand zurück abhauen. Genau. Oder halt dann nochmal ganz frei auf Marker und Co. Also ich nehme eine relativ trickige Restriction halt raus, in dem Fall, wenn ich nicht in Engagement Range bin und kriege nochmal Möglichkeiten dazu. Also auch da wird es schon ganz nette Anwendungsmöglichkeiten geben. Mhm. Und man kann natürlich nochmal Einheiten wieder ein bisschen auffrischen, die kleinen Jungs. Ist auch ganz spannend. Dass man, das ist ganz cool gelöst. Es gibt so ein bisschen in den Strata Games zumindest, dass ich das auf eine Unit machen kann in Strata Game, wenn sie egal wo auf dem Feld ist. Oder ich darf sogar zwei Units davon profitieren lassen, wenn sie in Synapsic Range sind. Das ist ganz cool, auch nochmal ein Gimmick mehr, die Synapse da quasi einzuhalten. Micha, Gimmicke. Oh. Stand-up-Comedian incoming. Ja. Ich arbeite an meiner neuen Karriere. Micha. ja, auf jeden Fall. Also das Strategie, und das, was ich halt daran cool finde, ist, dass das in der Command Phase ist, dass man quasi, solange man die Gargoyle oder was auch immer da rumgeflogen ist, nicht komplett ausrottet, dann steht da irgendwie einer hinter der Wand. An der eigenen Command Phase belebt man die wieder, baut nach vorne eine Conga-Line. Wenn man gut würfelt, bekommt man D3 plus 3 Modelle zurück. Das heißt, man kann quasi bis zu 6 Gargoyle wiederbeleben. Das wäre eine 6, 12, 18 Zoll plus minus Conga-Line. Das heißt, so im allerbesten Idealfall kann man irgendwie so richtig schön nach vorne und kann vielleicht einen Marker oder vielleicht sogar zwei Marker holen und richtig schön Primary. Wenn es dann nicht wieder WTC-mäßig eingeschränkt wird, dass man in Corinthi zu bestehenden Modellen stehen muss. Auf jeden Fall. Also da habe ich auch schon nachgefragt, wie das ausschaut. Weil man da sehr viel Ständiges machen kann. Aber Status Quo ist das noch nicht gefixt. Das heißt, momentan kann man noch, wie man möchte, links, rechts, hoch, runter, irgendwelche Conga-Lines bauen, seine Modelle wiederbeleben. Und dann sind die halt unglaublich interessant, finde ich. Dann stellt man auch immer einfach nur ein Modell vorne auf Marker drauf. Und wenn das weggeschossen ist, dann ist halt egal. Also belebt sich einfach wieder. Mhm. Schon ganz nice. Das ging letztes Jahr schon den Schotten ziemlich auf den Sack, dass ich das da schon gemacht habe. Jetzt kann ich es mit zwei Units machen in Synaptik. Bam, bam. Weißt du gerade spontan, ob man, also steht ja nicht, dass man nicht auf die eine Einheit das nur einmal machen darf. Würdest du gerade spontan wissen, ob ich quasi über den Swarmlord das auf eine Gargoyle-Einheit zweimal in Folge machen kann dann? Ah ne, if another unit from your army has already been targeted. Schade. Okay, man kann scheinbar nicht zweimal das gleiche Strategie auf die gleiche Einheit machen. Nee. Das wäre auf jeden Fall Schweinerei. Okay. Das heißt, dann haben wir noch Enhancements. Ich glaube, die sind irgendwie jetzt nicht so spektakulär. Wir haben einen 5er Phenopain auf einem dicken Mops. Wir können einen Redeploy kaufen. Wenn der günstig genug ist, dann ist der wahrscheinlich ganz okay. Ist die Frage, ob man dann sich nicht einfach direkt richtig hinstellt oder ob man das braucht. Also aktuell finde ich Redeploys unfassbar mächtig immer in den Armeen. Ist halt die Frage, also wir wissen, können noch nicht sagen, wie groß der Einfluss aktuell wird jetzt in der 10. Und wie du schon sagst, das ist immer eine Preisfrage. Ne? Also grundsätzlich liebe ich Redeploys. Was mich so ein bisschen an dem Redeploy stört, ist, dass der halt noch vor dem Roll-Off ist. Das heißt, man weiß noch nicht, wer anfängt. Und wenn man sich den Space Marine Codex zum Beispiel anschaut, die haben natürlich den besseren Redeploy, den man bekommt, nachdem man weiß, wer anfängt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie dagegen spielt, dann, ich weiß jetzt noch nicht, wie von den anderen Fraktionen die Redeploys aussehen werden, aber wenn man Pech hat, dann kauft man einen Redeploy ein, muss den zuerst machen, dann macht man den Roll-Off und dann macht der Gegner anschließend einen Redeploy und steht halt auch einfach mit einer verlagerten Flanke da und tötet dich trotzdem. Also ich glaube, da wird man noch sehen, ob und wie effizient er ist oder ob man, keine Ahnung, vielleicht eine Einheit irgendwas mehr mit dabei hat am Ende des Tages. Ja.
Wird spannend auf jeden Fall. Also jetzt ist ja gerade noch die Phase, wo täglich neue Sachen online gehen. Und da bleiben wir natürlich auch am Ball und gehen möglichst schnell die für uns auch interessantesten Themen an. Und am super spannendsten wird es halt, wenn Punkte da sind. Ne? Wenn man den ganzen Quatsch, der hier an Datenblättern da ist, vom eigenen Index und auch von den anderen mit Punkten sieht und weiß, was sich dann letztendlich von absoluten Top-Datenblättern quasi mit Punkten oder halt auch vielleicht zu Auto-Lose-Datenblättern entwickelt, weil die Punkte nicht stimmen. Apropos Top-Datenblätter. Was würdest du denn sagen, was sind Einheiten, die einfach quasi Must-Have sind? Die, wenn die Punkte alle einigermaßen, ich sag mal, sinnvoll verteilt sind, was würdest du sagen, was sind so die Einheiten, die einfach so geil sind, dass die, die wird man immer dabei haben, die wird man immer sehen? Direkt meine Highlights, oder? Ja, oder ein paar von den Highlights. Morlocks, Bioworn, Termaganten, Carnifexe, Revenants. Gargoyles? Okay. Ja. Ich würde sogar noch Lictor. Hive Tyrant? Tyrant, hier die Schwarmwachen oder wie heißen, die indirekt schießen? Mhm. Ich habe quasi direkt alles aufgezählt, was Bewegung hat. Einmal die Bewegungsliste durchgegangen. Wie schaut das mit so Sachen wie Maliceptor oder Carnifexen und so aus? Ich finde, würdest du sagen, dass die auch irgendwie so gut sind, dass die auf jeden Fall gespielt werden? Ich finde anders gut. Also ich habe mir natürlich auch hier schönen Gruß an Malte und Fred an der Stelle. Die haben ja auch schon zu den Tyras was rausgehauen. Die waren zum Beispiel von dem Maliceptor nicht so angetan, weil er auch ganz anders funktioniert. Ich finde ihn super spannend. Kommt entsprechend auf die Punkte an, also bei einer ähnlichen Bepreisung, wie er aktuell ist, ist er eher so ein, okay, schön, dass du letzte Edition so viel zum Einsatz kamst, jetzt machst du erstmal Pause. Wird er wieder günstiger, was natürlich die Hoffnung ist, dann ist das auch was, worauf man potenziell eine Liste auch aufbauen kann wieder. Wenn ich davon einfach 2, 3 nach vorne schicke, die haben jeder eine 6 Zoll Aura, alles da drin kriegt -1 zu Hit vom Gegner. Das heißt also Anti-Melee oder wenn ich sie weit genug nach vorne gepresst kriege, kriege ich auch die ganzen Beschuss-Units vom Gegner. Und wenn die Einheiten dann noch unter halber Sollstärke sind, kriegen die sogar -1 zu Wound in dieser Aura und macht mich halt, also erstmal muss er gegen ein richtig krasses Profil mit, ich glaube, Toughness 11, 14 Leben um den Dreh, 4er Ritter. Sich ordentlich drauf rumboxen und alles, was dann entsprechend wieder auf dieses haltbare Profil geht, schont meine ganzen anderen Units. Also ich glaube schon, dass man zumindest was um den rumbauen kann. Mhm. Also so dieses, ich schieb dir was Dickes ins Gesicht und mach einen 5er Pain an, hab noch einen 4er Retter, so go ja. For it. Ja, also finde ich cool. Tanken dann schon ordentlich was weg. Vor allem, wenn ich dann 2 nach vorne schiebe und potenziell auf beiden den 4er Pain auch noch ziehe. Hast du im Grunde dann, wenn ich noch hinten rum Venom Tropes und so wieder hab. Also du kannst halt richtig krasse Bubblen wieder bauen mit potenziell, also das wird punktemäßig einfach nicht bezahlbar sein, aber du kriegst halt deine ganze Armee theoretisch in Stealth, in 6er Retter, in 6er Feel No Pain, glaube ich, wenn du die passenden Units holst mit Venom Tropes, Zoan Tropes und, oh, wie heißt die neue Spinne? Irgendwo ganz unten. dem Psychophag. Ganz das allerletzte Datensheet wahrscheinlich. Das vorletzte. Das letzte ist noch ein cooles. genau, ist der Psychophag. Der macht halt nochmal einen 6er Feel No Pain. Mhm. Also du kriegst lustige Sachen da gebaut. Und wenn du dann quasi noch Viecher hast, die quasi so tankmäßig die Aggro vom Gegner ziehen, dann kann der Rest schalten und walten wieder. Die Einheiten, die du aufgezählt hast, hast du Lust, so ein bisschen zu erklären, warum du die so gut findest oder was daran so gut ist? Sollen wir so durch oder wollen wir so ein bisschen von oben nach unten, damit ich
weniger scrolle. Wie wär's denn? Achso, wir können auch also von oben. Wir können dann auch den Quatsch so ein bisschen schneller durchgehen. Oder zumindest nur die relevanten Sachen würde ich rauspicken. Ja, klar. Dann lass doch mal die Tyrants geflügelt oder zu Fuß. Haben beide entsprechend Waffen und Geschwindigkeit ihre Vor- und Nachteile. Was sie beide mitbringen, ist dieses, dass sie eine Einheit in 12 Zoll einen Stratagem für 0 CP nutzen lassen können, was selbst wenn es eine andere Unit schon genutzt hat in diesem Zug. Also ich kann dadurch für 0 CP in der zweiten Unit den 5er Fino Pain geben, Overrun geben, wie auch immer. Und das once per turn. Also im Gegnerzug und meinem. Das heißt, im Gegnerzug kann ich zweimal Abwehrfeuer geben für insgesamt 1 CP. In meinem Zug kann ich was haltbar machen und reinschicken oder halt Overrun machen. Ist effektiv, wenn ich meine Armee so aufbaue, dass ich potenzielle Strategien einfach nutzen möchte, durchgängig. Ein weiterer CP, den ich generiere, bin allerdings natürlich an Ranges gebunden, im Gegensatz zum Swarmlord, wo ich einen CP bekomme, zusätzlich in meiner eigenen Command-Phase allerdings nur, der natürlich an keine Auflagen gebunden ist und ich den nutzen kann, wo ich möchte. Zusätzlich macht der quasi nochmal Agents of Vect. Schönen Gruß an Conny. Der hat sich, wo das rauskam, direkt bei mir gemeldet. Ihr habt jetzt auch einen Agents of Vect. ich kann einen Stratagem vom Gegner um eins teurer machen. Und das, wo natürlich dieses Overwatch gerade in aller Munde und völlig drüber ist, in einigen krassen Kombinationen, ergeht es mir eventuell halt nur einmal. Und dann kann er sich überlegen, ob er das jede Runde für 2 CP machen möchte. Was mit Tyranniden vielleicht sogar interessant sein könnte, wäre der Battleshock Autopass, wenn man den teurer macht. Ja, das natürlich. Also je nach Gegner, wenn man, wie du es vorhast, so Richtung Battleshock Army spielen möchte. Mhm. Der geht dann einfach jedes Mal, wenn es nicht klappt, sagt so, nee, 1 CP. I don't care what deine Ideen und Konzepte. Ja. Das auf jeden Fall. Also da wird es auf jeden Fall, ich glaube, ein hartes Battle zwischen Swarmlord und den Tyrants geben, weil potenziell wird man sich nicht beide leisten können mit den anderen Spielereien, die man jetzt braucht. Wahrscheinlich nicht, ne. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, die werden, gehe ich stark von aus, ähnlich bepreist sein wie jetzt und nicht irgendwie, also natürlich, wenn die krassen Downside, also krass billiger werden, wieso auch immer, dann dürft ihr gerne beide mitspielen. Aber ansonsten haben sich da halt ein paar andere Units wieder vorgemogelt, die mit müssen. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde den zu Fuß nochmal ein bisschen interessanter. Einfach weil der ein kleineres Modell ist. Ja. Und wenn man jetzt eh sagt, man nimmt den nur für Support mit und möchte quasi jede Runde so ein bisschen die Armee enablen und die 12 Zoll Aura haben, dann ist es, finde ich persönlich, cooler, wenn man quasi einen Toughness mehr hat und dann einfach viel, viel weniger Footprint. Ja, bin ich auch ganz bei dir. Also ich wäre auch bei dem zu Fuß weiterhin, wie jetzt zuletzt auch in der neuen immer. Also jetzt mit den neuen Fly-Regeln und so, klar, der bringt immer noch einen Vorteil in der Mobilität, aber ich finde ihn jetzt nicht so gravierend. Dann können wir direkt mal weitergehen. Als nächstes würde der Brutelord kommen. Den würde ich mal direkt mit den Genestealern zusammen abarbeiten. Mhm. Ist eine krasse Damage-Output-Kombi, die man da raushauen kann. Ich kann mir allerdings vorstellen, dadurch, dass die Genestealer einen Lebenspunkt auch mehr gekriegt haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass die relevant günstiger werden, falls sie günstiger werden. Und das wäre halt ein super krasser Invest, den man für eine Unit macht, die, wie du es gerade so schön gesagt hast, Fight First ist ein Thema zukünftig, also noch größeres Thema als aktuell. Und da sind die Tyranniden halt doch sehr unterrepräsentiert, sage ich mal, in der gegnerischen Zug Fight First zu haben. Das heißt, boah, die Einsatzmöglichkeit wird halt auch limitiert. Wir haben zwar einen schönen Scout-Move von 8 Zoll, aber ich glaube, das wird einfach preis-leistungstechnisch nicht das Interessanteste. Auch wenn es gerade so die offensichtlichste Kombi ist. Mhm. Das
Das ist mir aber auch allgemein aufgefallen beim Tyranniden-Kodex. Der hat gefühlt sehr, sehr wenig Quellen von Devastating Wounds und auch von Fight First. Es ist so gefühlt so ganz ehrliche Jungs, die laufen nach vorne, wollen ein bisschen Happa-Happa machen, aber haben jetzt nicht irgendwie Shenanigan-Scheiße so in die Richtung, sondern so ganz Nee, ehrliche waren wir Kämpfer. schon immer. Wir waren schon immer ehrliche Jungs, die Tyranniden. Haben wir auch nie einen Hehl drauf gemacht. Wir haben immer einen Teller und Besteck dabei. Also ich hätte tatsächlich unglaublich Schiss, wenn man gerade, wenn das Game eher so ein bisschen Richtung MSU und Trading geht, das Spiel an sich, und man eben auch sehr viele Einheiten hat, die irgendwie Mortal Wounds rauspumpen können ohne Ende oder die sowas wie All Reroll bekommen, To Hit und To Wound von den Space Marines, die man wahrscheinlich auch en masse sehen wird. Und wenn man dann irgendwie so eine große teure Einheit da reinschickt, und dann sagt der Gegner einfach an, okay, mache ich halt alles Reroll dagegen an oder noch schlimmer, ich stelle einfach eine Fight-First-Einheit nach vorne. Weil für die, die es noch nicht gelesen haben, wenn beide Spieler eine Fight-First-Einheit haben, dann startet immer der inaktive Spieler zuerst. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Broodlord und den Genestealern schön nach vorne scoute, das Spiel anfangen darf, in den Gegner reinrenne und der einfach irgendwas nach vorne stellt, was Fight-First hat, dann darf der mich schlagen, obwohl ich eigentlich dran bin. Und es gibt jetzt zum Beispiel, heute sind ja auch die Space Marine Sachen rausgekommen, sowas wie ein Sanguinor, der sich dann in einen Nahkampf rein teleportiert mit Fight First und sowas. Ich glaube, dann würde ich weinen, wenn ich den Gegner angreife mit einem coolen Move und dann teleportiert sich rein und schlägt mich weg, bevor ich was machen darf, so. Ja, das wäre nicht cool. Auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit den geflügelten Tyranid Prime. Finde ich erstaunlich, so beim Drübergehen aller Datenblätter, dass eigentlich alle neuen Modelle bis auf eins in meinen aktuellen Überlegungen keinen Platz findet. Sie sehen halt nur hübsch aus, ne? Ja, sind halt geil, sind auch in nahezu maximaler Stückzahl gekauft. Aber Ja. ein bisschen die Platte sehen dauert's. Hast du erstmal von den Skalfern drei Boxen organisiert, alles zusammengebaut und bemalt und jetzt kommt das Datasheet und sagst so, Ja, das hindert mich ja nicht. Ich will ja, also ich muss ja meine 40.000 Punkte erreichen. Von daher, ich habe ja auch gerade heute noch mal zwei Morlocks bestellt. Also, es ist alles besser haben als brauchen. Das stimmt. Sie werden schon ihre Zeit finden auf der Platte. Okay, das heißt, wir haben einen geflügelten Kyranin-Krieger, der ja gut auf die 4 plus zurückschlagen darf, wenn er stirbt. Ja, go next. Ja, Terrigon. Terrigon. Definitiv. Aber auch nicht unter den interessantesten, würde ich sagen. Also es ist tough. 2 Runden, 16 Leben. Pusht nochmal Termaganten. Ich glaube, Termaganten werden aber auch nicht das Profil sein, was wir für Damage Race oder sonstiges haben brauchen. Das heißt, er wird ein Gimmick. Aber mehr auch nicht. Ich seh ihn aktuell noch nicht vorne. Im Gegensatz zu dem nächsten Kollegen endlich mal. Und One-Eye. wenn da die Preise stimmen, darf der dicke Chef Carnifex mal wieder mitspielen. Was mich besonders freut, ist, dass der gute Old One-Eye jetzt nicht mehr eine Bodyguard-Regel so indirekt hat, sondern der schließt sich einfach seinen Carnifexen an und dann rennen die zusammen los. So als Dreier-Squad. Oh ja. Das wird ganz cool. Der muss nämlich so in den aktuellen Überlegungen auch die anderen zwei beschützen. Ist dann halt die Überlegung, ob man die wirklich auf Nahkampf drillt. Also das kann man natürlich auch machen. Alle drei volles Met Nahkampf und renne Runde nach vorne. Wenn der Gegner drauf schießt, haben die Fechse quasi, sobald sie einen Lebenspunkt verlieren und die Einheit abgehandelt ist, die auf sie geschossen hat, dürfen sich alle Überlebenden W6 plus 2 auf den nächsten Feind stürzen. Und wenn sie damit in Engagement Range kommen, dann geht es auch direkt zur Sache quasi. Also dann dürfen sie in den Nahkampf rein. Die Alternative wäre, man kann die Fechse halt auch auf
Fernkampf drillen, dann möchte man natürlich trotzdem nach vorne, weil Sichtlinien ziehen und eligible to shoot auf irgendwas sein, ist doch schon eine ganze Nummer schwieriger in dieser Edition. Auf jeden Fall. Aber ich kann dann mit zwei Faxen auf potenziell, wenn ich ganz nah dran bin, auf 60 bis 64 Schuss kommen. Ist dann zwar alles Stärke oder 0 AP, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil das wäre so ein Anti-Infanterie-Bild, wo ich dann zum Beispiel auf Marine-Profile etc., wo es mich dann nicht juckt, ob die in Deckung stehen oder nicht, weil alles, was eine Dreierhose hat, profitiert gegen AP-0-Waffen nicht von Deckung. Und dann ist es einfach die Masse, die man daraus ballert mit vollem Hit-Reroll in der Unit über World One Eye. Und das wäre dann also auf jeden Fall ein spannender Way to go, weil eben einfach dieses Bewegung in der gegnerischen Schussphase nochmal dazukommt. Das wäre quasi fast wie ein Scatterlaser zu Fuß, oder? Ja, und quasi eine Mischung aus Scatterlaser und Kornberserker. Finde ich persönlich, klingt ziemlich nice. Das wär doch auch ein potenzieller Kandidat, den man mal so einen 5er Phenopain spendieren könnte. Was sagst du? Ja, definitiv. Also das ist ein Trupp, der ordentlich was hält. Ist zum Beispiel auch was mir jetzt so teammäßig im Kopf rumschwirrt, wenn ich einfach im Team zum Beispiel für die WTC darauf baue, dass ich nicht in Vehikel etc. laufe, sondern einfach in Masse-Konzepte die Antwort sein soll, kann ich halt auch Masse-Shooty-Carnifexe spammen. Ja, halt abhängig von den Punkten unterm Strich, aber die Option steht da zumindest. Als nächstes Datasheet haben wir eins, was der ein oder andere Tyranniden-Spieler wahrscheinlich jetzt so 40, 50, 60 Mal bemalt zu Hause stehen hat, nach der letzten Edition. Ich glaube 64 oder um den Dreh gerade. Ich weiß auf jeden Fall, dass Sven Schauer auch irgendwie unendlich von diesen Tyranniden-Kriegern hat. Ja. Finde ich aber ganz cool, was die jetzt auch in vielen Kodizes gelöst haben. Also es gibt quasi zwei Tyranniden-Krieger-Datenblätter, einmal mit Fernkampfattacken und einmal nur mit Nahkampfwaffen, den Bild. Aber es ist völlig egal, welche Nahkampfwaffen ich dran gebaut habe. Es sind einfach nur Bio-Weapons. Ja, das ist richtig, richtig cool gemacht. Und das ist halt ganz cool. Kommen auch mit 6 Attacken in so einen Krieger. Und ja, ich glaube, die sind sehr, sehr davon abhängig, ob sie, also wie günstig oder teuer sie werden. Aktuell sehe ich sie nicht. Da sehe ich zum Beispiel Ravenous vor, die einfach, wenn wir da nachher zu kommen, die haben ein super cooles, spannendes Profil bekommen auch. Von daher würde ich da einfach mal weitergehen, direkt zu Termaganten. Die haben nämlich was Cooles gekriegt. 10 bis 20 Jungs und einmal pro Zug, wenn eine gegnerische Einheit ihre Bewegung beendet, also Normal Move, Advance oder ein Fallback, innerhalb von 9 Zoll zu dieser Einheit Termaganten, dann darf ich mich W6 bewegen, und zwar Normal Move, also vorwärts, zurück, Wege zustellen, Charges zustellen, hinter einer Wand verschwinden, was auch immer. Wenn ich irgendwo eine Screen-Lücke habe, die der Gegner dann quasi genutzt hat, kann ich die zumachen. Oder schon gemessen hat, ob er da hinpasst. Okay. Dann einmal falsch bewegt und dann ist die Lücke zu. Von daher gefällt mir sehr gut, im gegnerischen Zug Bewegung zu haben. Also mit Termaganten haben wir es jetzt, mit Faxen haben wir es jetzt. Würdest du sagen, dass man dann so eine 20er-Rotte spielt und die einfach so richtig, richtig weit spreadet? Quasi überall auf dem Schlachtfeld, dass es dem Gegner fast unmöglich ist, sich nicht in der Reichweite zu bewegen, um dann Lücken zuzumachen? Kann man natürlich machen, eine große, richtig weit spreaden, gucken, wie der Gegner drauf schießt oder sonstiges, dann wegnehmen, potenziell auch ja durch Verluste entfernen, Coherency bewusst brechen wieder, in der eigenen im eigenen Zug wieder Einheiten, wieder Units, Modelle der Unit hinzufügen, Marker klauen. Also man kann quasi auch mit einer großen Unit dadurch perfekt auf Gegner reagieren, ja. Was ich super interessant und stark finde, ist, dass die einen Objective Control von 2 haben. Also, das ist halt echt.
Ja, das wird auch mal spannend, wer so überhaupt mit wie viel Objective Control quasi rumrennt. Hast du bei den Marines mal drüber geguckt, was die so haben? Ich weiß, dass Wolfen null haben. Der hat heute ganz viele traurige Smileys in die Gruppe geschickt. Ja. Mit dem Hammer, der einen Schaden macht. Und Vier Attacken, Damage 1. Bester Hammer aller Zeiten. Also schönen Gruß, Grischer. Das heißt, ein Termagant in der schießt und angreift, könnte genauso viel Schaden machen wie einen Wolfen. Ja, aber er läuft dem Wolf wenigstens noch weg, wenn der chargen will. Darum darf er das zweimal. Das müssen wir nicht mal machen, so ein kleines internes Match. Und Termaganten gegen mit einem Wolfen. Fünfer Feel No Pain tankt man auch schon jeden dritten Hammer weg. Das heißt, ja, und dann belebt man, glaube ich, mehr wieder, als man verliert, ne? Sobald man ein Modell auf Marke hat, ist der weg. Ja, dann kommen wir zu Hammerganten. Ja. Nächste schnelle Unit. 10 Zoll Bewegung, Advanced Charge eingebaut. Auch nett. Objective Control von 2. Jupp. Auch super stark. 1 Milliarde % mehr als Wulfen. Gleiches Spiel Gargoyles, die einfach ohne den Charge noch schneller werden können. Ja. Das heißt, die haben 12 Zoll Grundbewegung, können ganz normal advancen und nach dem Schießen, was halt immer passiert, dann quasi mit Assault Weapons, können sie noch eine zusätzliche 6 Zoll Normal Move nach dem Schießen machen. Sind dann allerdings nicht mehr eligible to, also dürfen keinen Charge mehr ansagen, aber du hast halt eine feste 19 bis 24 Zoll Bewegung. Ja, finde ich unglaublich stark. Also gerade mit Objective Control 2 muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dadurch, dass sie im Nahkampf wirklich gar nichts austeilen und Input ist so Toughness 3, ein Leben, 6er Safe. Das heißt, wenn man dagegen spielt, sollte man auf jeden Fall gucken, dass man sich in Heroic Intervention Reichweite stellt bei den Markern. Dass man zumindest seine Base irgendwie draufstellt und wenn da so ein Gargoyle angeflitzt kommt, dass man die dann in der Nahkampfphase abräumt. Ich glaube, da muss man halt echt aufpassen. Hier das nächste Datenblatt. Weiß ich gar nicht, ob wir es durchgehen sollen, weil es einfach geil und traurig gleichzeitig ist. Das Toxic Crane ist das. Das Datenblatt Toxicrane hat ist einfach richtig, richtig hübsch. Also, richtig geiles Datenblatt gekriegt. ich habe das Datasheet gesehen und dachte, holy moly, davon will ich welche haben. Und dann ein paar Minuten später kam von dir das Bild, wie groß das Vieh ist. Und dann war so, okay. Also original gebaut haben die Tentakel eine Tentakelspannweite von 8,5 Zoll. Das heißt, mit einer Bewegung von 8 Zoll kann man wahrscheinlich mit Drehen und Wenden und so 0,75 Zoll rückwärts gehen. Ja, also es kommt halt nochmal drauf an, was jetzt quasi der Gelände-Way to go wird zukünftig. Wenn es gewehmäßig so in Richtung von den Geländezonen etc. geht, mit kleinen Ruinen, vielleicht Richtung Hamburg-Style, dann sehe ich die dreimal. Wenn das Gelände sagt nein, dann sagt der Geldbeutel auch nein. Würdest du theoretisch ein Potenzial darin sehen, dass man die in einer Art Teamformat-Stellerliste spielt, dass du sagst, okay, je nach Gelände sind die halt krass und dann nimmst du einfach eine Platte komplett ohne Gelände und Ja, läufst durchaus. frontal in den Gegner rein? In Kombination Toxicrane und dann Morlocks, die ja gleich noch kommt, hast du dann halt eine Kombination, die endlos viele Mortal Wounds Potenzial hat. Ja. Was ich halt auch Also, wir noch. können mal kurz sagen, die Toxicrane hat ein super Anti-Infanterie-Profil mit 12 Attacken auf die 3 Treffen, auf die 2 plus Wunden Infanterie, weil Anti-Infanterie 2 plus mit minus 1, 2 Schaden. Und dazu hat sie eine 6 Zoll Aura. Am Ende der Bewegungsphase roll ich für jede gegnerische Einheit in 6 Zoll ein W6. Bei einer 2 bis 3 gibt es eine Mortal Wound. Bei einer 5 bis 4 und 5 gibt es W3. Bei einer 6 gibt es W6 Mortal Wounds. Also, Ja. die hat dezentes Ausrastpotenzial und dazu halt auch Toughness 11.
Dreierhose, 14 Lebenspunkte. Ist halt nur, sobald irgendwo ein Baum steht, ist hier im Arsch gefühlt. Ja, da muss man, glaube ich, echt dann aufpassen, wie man die irgendwie manövriert bekommt, ne? Ja. Also, das halt singletechnisch ist Tyrannin wirklich schwer, weil also auf Single mit oder auf Fahrzeuge zu reagieren, wird echt schwer. Wenn dann eine Knights oder Chaos Knights zum Beispiel kommen, das kann schon sehr, sehr knackig werden. Dann bräuchte man quasi schon eine angepasste Anti-Fahrzeugliste mit Hiveguard und sonst hat man eigentlich nicht so viel dagegen, ne? Genau, aber die Hiveguard zum Beispiel macht halt dann, wenn keine Fahrzeuge kommen, nichts. Aber ist zum Beispiel auch das andere Teamformat quasi. Wir brauchen irgendwas, was auf Fahrzeuge reagiert, weil Fahrzeuge potenziell auch krass sein können. Mhm. Nimm rein und Attacke. Aber erstmal von der Hive Guard zu Tyrant Guard. Super krasse C-Unit mit Toughness 8, 4 Lebenspunkten, 3er Hose. Das ist halt die Unit, wo man den Swarmlord oder die Hive Tyrants anschließen kann und den Blob einfach auch nach vorne schiebt mit dem Defensivprofil, den 5er Red, dem 5er Feel No Pain drauf zieht. Mhm. Und der Eagle wohnt jetzt hier. Was mich ein bisschen an denen stört, ist, dass sie nur einen 3er Safe haben. Ich glaube, wenn man die spielt, dann muss man wahrscheinlich auch wirklich jede Runde diesen 4 No Pain ziehen, weil die ziehen ja Anti-Tank-Waffen magisch an. Also so Multi-Wound-Waffen, die dann auch meistens High AP haben, gegen eine Einheit ohne Retter. Dadurch, dass ja jetzt diese ganzen Synaptic-Link-Sachen weggefallen sind, man eben nicht mehr diese eine Runde hat, wo man über einen Retter drauf hat, sondern da wirklich ganz fair spielen muss und entweder man hat einen Retter oder nicht. Sowieso nicht mehr, aber 2 Trophen waren viel zu teuer. Naja. Ja, aber ich finde, da muss man halt auch dann ein bisschen aufpassen oder gucken, wie sich das Meta entwickelt und ob man sich den 4 No Pain leisten kann und auch gegen Mortal Wounds und wieder so der Mortal Wound Output ist. Aber wäre auf jeden Fall eine Option, wenn man vielleicht einen Schwarmtyranten spielen möchte. Ja, den Swarmlord meine ich, und den dann nach vorne schiebt. Könnte interessant werden, vielleicht. Ja, das nächste neue Modell, was optisch auch mehr verspricht, als das Datenblatt hält, ist der Neurotyrant. Hat eine super geile Leading-Fähigkeit eigentlich, dass man der eine, der man angeschlossen ist, +1 zu Hit gibt und wenn das Ziel auch noch gebattleshockt ist, man auch noch +1 zu Wund kriegt. Aber man kann sich halt Neuroganten und irgendwie halt anschließen. Ja. Und wenn man das möchte, dann darf man das auch gerne tun. Und dann bewegt man sich jede Runde 6 Zoll nach vorne und hofft, dass man irgendwann im Nahkampf ankommt. Ne? Also das Beste, was daran vielleicht der Fall ist, ist, dass es auch zusammen so Neurotyrant und eine Einheit Neuroganten billig sein könnte zum Sterben. Ja. Mal gucken. Was der Interessante hat, ist natürlich der 2D6 Flamer mit Damage 2. Das heißt, wenn da so die Dosen kommen und dann kann man vielleicht auch mit dem mal einfach eine Runde rein overwatchen und hoffen, dass da was geht. Da muss man aber auch wirklich hoffen. Ja, das ist dann schon fast Verzweiflung, aber. Ja. Aber vielleicht haben die Neuroganten ja auch das ausraste Nahkampfprofil. Gucken wir gleich. Ich glaube. Das ist auf jeden Fall ein hübsches Modell. Die kleinen Token, ich dachte am Anfang, dass die irgendwie einen besonderen Zweck hatten, aber das sind quasi einfach nur dicke Kinder der Tyranniden, so wie Cherubs. Yep. Places Synaptic Relay Token. Ja, einfach. Das ist so ein Erinnerungsteil. Das stellt man da dran, damit man nicht vergisst, dass man die dabei hat. Die stellt man da dran, damit die Codex-Schreiber nicht vergessen, dass da noch was ist. Also ich glaube, ich würde tatsächlich... Sobald der Codex kommt, rasten die bestimmt aus. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Leviathan-Box dreimal holen und dann mir aus den 6 kleinen Viechern irgendwelche Token bauen. Für Battleshock oder so. Ich glaube, dafür sind die richtig cool.
Ja. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, was Cooles draus zu machen, weil optisch ist das Ding auf jeden Fall geil. Ja. Und wenn es nur neben der Platte steht und die CPs bewacht oder so. Als Glücksbringer. Okay. Lektoren sind und bleiben geil. Ja, total. So kleine Character-Killer, ne? So 6 Attacken, Damage 2, Precision. In der gegnerischen Runde kann man einfach kostenlos reinkommen. In der eigenen Runde bewegt man sich dann, hat quasi theoretisch einen automatischen Charge, kann Charaktere töten und kriegt noch einen CP fürs Charakter töten. Und natürlich noch Lone Operative und Infiltratoren und Stealth. Also die haben, ich weiß noch nicht, wie teuer die sind, aber spontan, wenn ich Tyranniden spielen würde, ich würde, glaube ich, 3 Stück mitnehmen. Einfach das so rundum glücklich Paket. Ja, also je nach Punktkosten. Also ich habe ja auch jetzt schon immer einen drin gehabt, wollte immer einen zweiten und jetzt hat er noch mehr Einsatzmöglichkeiten. Wird cool. Also der kann ja quasi, sobald du eine Einheit mit einem Charakter rausbewegst, dann musst du damit rechnen, dass innerhalb von 9 Zoll zu dir dieser Liktor kostenlos runterkommt. Und wenn das jetzt nicht gerade eine Nahkampfeinheit war, dann wirst du halt in der nächsten Runde einfach gecharged. Und dann ist dein Charakter relativ sicher tot. Lecker. Also die meisten Charaktere zumindest. Ja. Lecker, lecker. Der Death Leaper, der namhafte Lektor, der jetzt hier noch mit dem alten Bild drin ist, hab heute ein neues Modell quasi vorgestellt. Auch super coole Regeln. Frisst auch Charaktere für den CP. Und das ist quasi ein zweites geiles Battleshock-Tool. Heißt, ich habe einmal die Runde, wo ich über meine Armeefähigkeit dem Gegner Army White in Battleshock reindrücke und potenziell schieße ich einfach überall Modelle, nicht unter halber Sollstärke für Battleshock, sondern hier muss ich überall nur ein Modell vom Gegner entfernen, dann schicke ich den einmal mittig rein in die Burg und dann hat er eine 6 Zoll Aura, dass jede gegnerische Einheit schon mal -1 Leadership kriegt und jede Einheit, die nicht bei Starting Strength Stärke ist, muss ein Battleshock machen. Also ein Modell verloren, Battleshock mit -1. Was ich an dem Death Leaper auch noch bezeichnend finde, ist eigentlich so eine meiner Lieblingskombinationen an Regeln. Der ist zum einen ein Infiltrator, kann sich irgendwo aufs Feld stellen, 9 Zoll von gegnerischen Einheiten entfernt, dann sagt er gleichzeitig, er ist ein Lone Operative, das heißt, man muss auf 12 Zoll dran stehen, um ihn beschießen zu können. Und gleichzeitig sagt er aber auch, er hat Fight First. Das heißt, man kann ihn sehr schwierig beschießen. Und wenn man dann doch nah genug dran geht und ihn angreifen möchte, dann darf er sogar noch zuerst zuschlagen. Das heißt, man muss irgendwie es schaffen, innerhalb von 12 Zoll zu kommen und ihn dann im Beschuss zu töten. Aber selbst da hat er auch 7 Leben und einen 4er Retter und High Toughness. Also spontan würde ich jetzt nicht wissen, wie man ihn am besten handelt. Also ich glaube, der wird schon richtig, richtig unangenehm. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja doch, ich habe den alten Death Leaper und 2 Lektoren, glaube ich. Das heißt, wenn ich das neue Modell habe, bin ich passend ausgerüstet. Also der ist auf jeden Fall wahrscheinlich mit dem Mordok zusammen mein Lieblings-Tyranniden-Modell. Ich glaube, das ist der, den ich immer mitnehmen würde. Ja. So fast Punktkosten. Wenn jetzt nicht irgendwie 100 irgendwas Punkte kostet, dann... Vor allem CPs sind halt so wichtig, ne? Und einfach noch weitere Quellen zu haben, also die in allen Spielbereichen was bringen, aber mir potenziell auch noch im Spielverlauf CPs noch einbringen. Ja. Schon sexy. Und er schränkt, also er kann halt einerseits die Mission spielen und andererseits schränkt er halt auch die Bewegung, den Bewegungsradius des Gegners unglaublich ein. Gerade wenn man irgendwie viel screenen muss und gleichzeitig seine Charaktere beschützen und gucken, wo man sich bewegt, dass da nicht irgendeine Scheiße schockt und dies und das und ja, und was ich halt auch noch gut finde, er im Grunde er hat eine gute Synergie mit dem normalen Tyranten, dadurch, dass der normale Tyrant immer die Stratagems auf 0 Punkte dreht und im Vergleich zum Swarmlord und der Deathleaper noch extra CP generiert, kann man quasi unglaublich viele CP mehr ausgeben. Mhm. Und das spricht halt nicht auch so ein bisschen für den normalen Tyranten im Vergleich zu einem Swarmlord.
wenn man den lieber spielen möchte. Der hat mich dann in unserem bisherigen Gesprächsverlauf auch direkt noch gefangen. Vor allem, wenn du irgendwie... Das Modell, was heute rauskam, sowieso. Wenn du dann noch Sustained Hits dann machst oder so, dann kann er nochmal mit Exploding Sixes da reinrödeln. Hm. Dann kann er halt echt, echt gut Schaden machen. Potenziell guten Schaden können auch Pyrovoren machen. Geilen Flamer am Start, 12 Zoll, W6 plus 1. Stärke 6 minus 1, Twinling, also voll Wound Hero. Ja. Ganz nett. Kann man auch potenziell auch ganz wichtig, eine Kapsel stecken. Genau, und die machen dann Ignore Cover auf eine Unit an. Kann halt auch schon mal ja. bei relativ wenigen AP, den man jetzt überall so ein bisschen hat, auch den entscheidenden Unterschied machen. Harus Packs weiter nett, mehr aber auch nicht, glaube ich. Es ist nochmal ein Battleshock auslösender Trigger in seinem Datenblatt. Der hat auch potenziell, also der hat 14 Attacken, Stärke 7 minus 1, 2. Der kann schon mal was auslöschen, muss aber entsprechend auch was auslöschen, weil seine Regel triggert, wenn er eine Unit getötet hat. Und dann muss jede gegnerische Unit in 6 Zoll zu der Unit, die gerade einfach gefressen wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Battleshock-Test ablegen. Wobei er halt schon ein bisschen, also ein bisschen traurig aussieht. Ne? Er ist jetzt nicht sonderlich schnell, hat keinen Fly, hält, geht so aus und hat einen Schuss. Also der hat jetzt viele Attacken, aber ich frage mich, ob so ein Modell dann am Ende des Tages tatsächlich auch lebendig ankommt. Also dadurch, dass er auch nur ein Dreier-Safe hat und keinen Rettungswurf, ich könnte mir halt vorstellen, dass der elendig verreckt oder halt dass man den ein, zwei Runden ignoriert und nach vorne laufen lässt, vielleicht einfach Move blockt und dann halt tötet, sobald man Kapazität hat. Ja. Also, ist cool. Ich wünschte mir, er würde endlich mal so richtig zum Einsatz kommen, aber sehen auch jetzt weiter hinten. Mhm. Venom Tropes bleiben auch weiter. Ist die einzelne oder ist eine Möglichkeit, mal an Stealth ranzukommen? Sie selber haben Stealth. Und geben halt auch in einer 6 Zoll Aura Stealth außer Monstern. Ah ne, Quatsch, sorry, sie geben allen Cover und allem außer Monster geben sie auch noch Stealth. Ja. Ist, glaube ich, am Ende tatsächlich die Frage, wie was für einen Text die sind, ne? Weil ich glaube, so die Monster, wenn da. Also die Monster, die wollen ja eigentlich eher, wenn nach vorne. Und ich weiß ja nicht, wie viel Infanterie man wirklich dabei hat, was man dann, was halt stabil genug ist, dass es irgendwie einen Bonus hat, wenn es jetzt beschossen wird, dass es dann überleben kann, weil gefühlt, wenn es gesehen wird, ist es tot. Die sind halt nicht so schnell. Das heißt, wenn man irgendwie so Revenant und sowas hat, das sieht so ein bisschen aus wie vielleicht eine Runde Schutz vor indirektem Beschuss oder so, aber ich glaube, jetzt so gegen direktes Feuer weiß ich nicht, wie sinnvoll die sind dann am Ende des Tages. Ne? Das wird sich auch auf jeden Fall noch rauskristallisieren. Genau wie die neue Lektoren-Einheit. Die kann halt umsonst das Heroic Intervention Stratagem benutzen. Haben auch ein ganz okayes Profil, aber ich sie werden einfach untergehen gegen die Alternativen, die man einpacken kann. Ich glaube auch. Also die haben halt AP 1, Treffen auf die 3, das ist halt Damage 1. Das ist jetzt halt nicht so das krasse Profil. Also wenn die nicht verrückt günstig sind, sehen die auch erstmal das Spielfeld nicht. Also alleine, wenn da irgendwelche Space Marines oder so ankommen, und ich glaube, davon wird man viele sehen, dann du musst dann auf die 3 treffen, auf die 3 verwunden, dann gibt es dann 4er Safe gegen. Das heißt, man tötet quasi 2 Marines mit einem kompletten Reaper-Trupp. Ja. Also. Nicht, was man haben möchte. Falls man ein Synapsenproblem hat, können die Neuroganten, also wenn die in Synapsen-Range sind, geben die Synapse, aber ansonsten
bringen die jetzt auch erstmal nichts auf dem Papier mit, was man gerade haben möchte. Ja. Zoanthropen haben interessanterweise zwei Psi-Attacken-Profile quasi, was sie sich aussuchen können. Und geben dann 6er Aura, 6er Retter, können sich noch ein bisschen heilen, wenn Schaden gemacht wird. Ist echt die Frage, wie teuer günstig die werden, ob man diesen 3W3 Schuss oder 3 dicke Schuss unterm Strich braucht. Aber ist, glaube ich, mit einer der besten Antworten, wenn ich noch irgendwas Anti-Tankiges dabei haben muss. Mit dem einen dicken Schuss, meinst du, oder? Ja, ist halt eine Einheit aus 3 Zoantrophen oder einer Neurotrophe, 2 Zoantrophen. Sind halt 3 Schuss auf die 3 mit Stärke 12 minus 3, W6 plus 1. Das ist halt zumindest schusstechnisch das Dickste, was hier gerade so mit rumläuft aktuell. Was ein bisschen schade an denen ist, dass die keinen Assault haben und dass sie sich nur 5 Zoll bewegen. Also so mit 5 Zoll Bewegung wird es schon relativ schwierig. Aber irgendwie 24 Zoll Reichweite. Ja. Aber es wäre halt eine der wenigen Antworten, die man zum Beispiel auf Knights hätte. Ui, okay. Aber ich glaube, Knights haben auch irgendwie Toughness 12. Das heißt, du triffst irgendwie, keine Ahnung, hast so 3 Schuss, 2 Treffer, eine Wunde und dann hat er ein 4er Safe oder ein 5er Safe dagegen. Und dann würfelst du, machst dir vielleicht 4 Schaden oder so. Okay, also besser keine Antwort als eine Antwort. Ich weiß nicht, wie effizient die am Ende wirklich sind. Ja, ist ja so als die Fahrzeugedition bisher verschrieben. Ich weiß noch nicht, ob das stimmen wird. Nächstes spannendes Profil aber, wo wir auf jeden Fall sagen, wenn da die Punkte stimmen, dann Welcome Back Ravenas. Oh ja. Haben weiterhin das eingebaute Deep Strike. Haben verrückte 7 Attacken Twin-Linked im Nahkampf. Ja. Richtig geiles Profil. Die Schuss, die man dabei hat, die 3 Schuss sind geschenkt. Aber es ist weiterhin eine Einheit mit Speed, die auch eine schöne Bewegungsregel hat. Nämlich, wenn ich am Ende des gegnerischen Zuges nicht im Nahkampf bin, darf ich mich wieder einbuddeln. Das heißt, der Gegner muss 5 Runden gegen mich screenen. Weil wenn ich davon 2 mittel- bis volle Units stehen habe, oder 3, ich sag mal, kleine Units, je nach Punkten, kann ich richtig Jojo mit denen spielen. Also in Runde 2 bringe ich einen Trupp, wenn der Gegner keine Lücke auflässt, kann den quasi ganz hinten irgendwo bei mir hinstellen, wo ihm safe nichts passieren wird, kann, wenn er in seiner Runde 3 immer noch keine Lücke lässt, kann ich die wieder einbuddeln, den nächsten Trupp aus der strategischen da hinstellen. Das heißt, ich habe wieder eine für Zug 4, die ich shoppen kann, potenziell das gleiche für Zug 5, wenn ich die andere dann wieder einbuddel. Das heißt, der Gegner muss durchgängig screenen hinten, weil ich kann ihn immer eine Einheit bringen, die mit einem 9er Charge entsprechend irgendwas potenziell richtig wegrasieren kann. Ich meine, 3 davon kommen mit 21 Attacken. Das sind 14 Treffer mit vollem Wound Reroll und Stärke 5 minus 1, 1. Also irgendwas Kleines zerlegen die hinten. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde, es gibt auch nochmal die Möglichkeit, so Flanken zu shiften nachträglich. Und auch mit Overrun kann man ja arbeiten. Dass man nach vorne geht, kämpft, wieder wegläuft. Und im Anschluss, wenn der Gegner jetzt eben an einer Flanke, man kann ja auch das theoretisch mit 2 oder 3 Einheiten machen, du kannst den Gegner komplett überlasten, eine Flanke komplett auffressen und dann dich hinterher wieder einbuddeln und dann auf die nächste Flanke gehen und da wieder komplett overcommitten, den Gegner einfressen. Wenn ein Schwarmtyran in der Nähe ist, kannst du mit 2 Einheiten Overrun machen und dann hebst du einfach beide, dann geht auch schon neu wieder ab und so. Ich glaube, da kann man schon richtig, richtig viele Shenanigans machen mit denen. Mhm. Habe ich zum Glück auch ein paar bemalt für die German Finals ja dieses Jahr. Von daher bin ich sehr zufrieden, dass die wieder potenziell spielbar werden, wenn die Punkte stimmen. Die waren jetzt einfach mit zuletzt 45 Punkten völlig wild. Das nächste, die guten Ripper-Swarms. Ja. Haben eine ganz coole Aura. In Engagement Range halbieren sie einfach mal den Objective-Control-Wert. Ja. Von gegnerischen Einheiten.
Man muss halt auch mit Toughness 2 und einem 6er Safe dann irgendwie überleben. In Engagement Range mit dem Gegner und selber OC 0. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Lust hätte, das Modell zu bemalen, selbst wenn das keine Punkte kosten würde. Ja, potenziell müssen sie ja keine Punkte kosten. Wenn wir zum nächsten Datenblatt gehen. Dem guten Parasiten von Den Mortrex. Nortrex. Der ist auch Lone Operative. Und Stealth. Also auch sexy. Kann nicht beschossen werden. 12 Zoll Bewegung. Und früher hatte er mit diesem Parasiten Object auf. Obsec ausgemacht. Ähnlich funktioniert es auch jetzt. Also wenn der zu Beginn der Fight Phase, wenn der in Engagement Range ist, dann muss der Gegner einen Battle Shock Test machen. Also man kann weiterhin quasi mit ihm gut Objectives angehen. Wenn da Quatsch steht, hat er auf jeden Fall eine Chance, das zu kippen. Und wenn er ein Modell zerstört hat, aber auch weiterhin mit seiner Special Attack, wo er nur eine Wunde hat. Also da muss man auch den richtigen Zeitpunkt abwarten, ob man mit der Attacke anfängt oder am Ende macht. Aber wenn er damit wieder was tötet, dann gibt es danach nicht mehr diesen Wurf, ob was kommt oder wie es passiert, sondern man kriegt einfach W3 Reaper Swarms. Und auch so kann man dann entsprechend schön sich was holen. Und potenziell dann den Objective Control Wert vom Gegner einkürzen. Was ich auch noch ganz interessant finde an dem Mortrix ist, wenn man jetzt so richtig verzweifelt ist, dann kann man den halt auch als so eine Art Fight Last, was es ja jetzt nicht mehr gibt, aber sowas in die Art, kann man den halt mit in den Gegner reinschieben und hoffen, dass wenn man jetzt irgendwie einen anderen Nahkampf macht, der wichtig ist, so quasi zwei verschiedene Nahkämpfe, dass man den Mortrix mit in den Nahkampf reinschickt und der Gegner einen Battleshock-Test machen muss dann noch zu dem Zeitpunkt. Und dann quasi, wenn er den Battleshock-Test nicht schafft, dass er dann nicht Interrupten oder Fight on Death und so weiter machen kann in Stratagems. Ich glaube, da könnte ich den auch noch sehen, dass man mit dem da vielleicht ein bisschen Optionen zumindest hat, wenn es gerade eh den Bach runtergeht. Ist halt auch ansonsten auch wieder ein cooles Modell, um wieder Objectives zu halten, um Mission Play mit Engage etc. Hat noch wieder Units, die ich relativ autark irgendwo hinstellen kann, wo der Gegner schon nah dran muss, um zu interagieren. Dann kommen wir zu einem richtig, richtig Gewinner. Ja, der gute Morlock. Ja, hau mal raus. Ja, der Morlock hat eine unglaublich große Base, ist ein riesiges, fressendes Viech. Und wenn der Morlock über den Deep Strike kommt, dann hat er einen 12 Zoll Radius, also beziehungsweise mehr als 12 Zoll Radius sogar, eine 12 Zoll Entfernung von seiner Base und verteilt Mortal Wounds auf alles. Auf die 2 bis 4 macht man D3 Mortal Wounds und auf die 5 plus macht man schon 3 Flat Mortal Wounds und der Gegner muss einen Battleshock-Test machen. Und da steht auch nichts bei dem Morlock mit, dass der Gegner sichtbar sein muss oder ähnliches. Das heißt, man hat einfach dieses riesige Monster, das entweder in der eigenen Runde kommt per Deep Strike oder eben auch über das Deep Strike Stratagem in der gegnerischen Runde. Wenn der Gegner da irgendwo eine Lücke lässt oder eigentlich nach vorne läuft, dann kann auch der da Pech haben und dann einfach überall drei Mortals fressen und Battleshocked sein. Und auf einmal kann er seine Kombis nicht mehr benutzen und so weiter. Und nachdem der Morlock Havoc gemacht hat, hat der auch noch 16 Attacken mit Stärke 8 minus 2, die auch nicht zu unterschätzen sind. Also ich glaube, der ist ein absolutes Biest. Und wenn der jetzt nicht komplett overpriced ist, dann wird man wahrscheinlich auch drei davon sehen. Aber mindestens einen. Alleine, um dem Gegner diesen Druck zu machen und ihm unglaubliches Movement aufzuzwingen. Der hat halt auch, also ihr müsst das mal im TTS machen, einfach eine Monsterbase nehmen und eine 12 Zoll auch auf der Monsterbase anmachen. Dann sieht man, das ist eine große Pizza, die man auf
aufs Battlefield schmeißt und alles, was die berührt, kriegt halt Schaden. Das ist quasi bei Spielfeldviertel fast eine komplette Deployment-Zone, ne? Ja. Das ist schon ganz geil. Der Trigon ist dafür nicht so erwähnenswert. Der geht dahin, wo der Trigon Prime schon vorgegangen ist, ne? Ja. Der hat sich eingebuddelt. Dann kommen wir zu den Minen, die wir uns separat auch nicht angucken brauchen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, auf jeden Fall. Exocrine. Auch eher unspannend geworden. Also sie hatte ihren Höhepunkt auf jeden Fall. Ja. Ist okay, aber mehr auch nicht mehr. Kannst theoretisch einen 1er-Hitch-Revol spendieren auf irgendeine Einheit. Ja. Ich glaube, jetzt kommt die nächste Must-Have-Einheit im Codex. Jupp. Wenn die auch vernünftig bepreist ist, ist die auch wieder dreimal am Start. Und ja. Wir bezahlen wieder für unsere Minen nichts mehr. Diese 3 Monate, wo wir es gemacht haben, waren auch die Hölle. Das stimmt. Oder auch nicht gemacht haben, weil man hat es nicht mehr gemacht. Aber auch da schönen Gruß an die Breaking Heads nochmal. Die haben sich das Datenblatt auch ein bisschen genauer angeguckt. Ich habe nochmal auf jeden Fall dazu nochmal einen ergänzenden Punkt. Weil das Spannende ist, dass man spawnt quasi wieder Minen. Allerdings nicht mehr wie 3 pro Modell in der Einheit, sondern eine. Was völlig ausreichend ist. Selber muss man beim Minenplatzieren jetzt aber auch wie bei normalen Shock-Units 9 Zoll Abstand zu allen Gegnern halten. Nicht mehr 3 Zoll, wie es vorher war. Also ich kann nicht mehr so ganz nah und wild ran. Aber aktuell gibt es was Secondaries zum Beispiel wie Behind Enemy Lines oder Engage on All Fronts. Keinerlei Einschränkungen, was die Unitgröße oder sonstiges beinhaltet. Und auch die Minen haben das nicht mehr. Diese Regel, dass sie zu Secondaries nicht mehr oder nicht beitragen können. Das heißt, mein Gegner muss durchgängig 9 Zoll einzelne 25 mm Basen screenen, damit ich da nicht eine einzelne Mine hinballer, die Mission Play macht. Und ja. Zusätzlich haben die Minen weiter die Regel, dass die explodieren, was eigentlich das Uninteressante an der ganzen Mine ist, weil ich möchte gar nicht, dass die explodieren. Oder ich möchte, dass sie möglichst, möglichst spät explodieren. Weil viel spannender ist, dass gegnerische Units, also die kleinen Minen haben zusätzlich zu ihrer 3 Zoll Explosionsaura eine 6 Zoll Aura, in der gegnerische Einheiten keinen Advance starten oder beenden dürfen. Das heißt, wenn ich die Minen nicht fürs Mission Play brauche, kann ich die irgendwo ins Mittelfeld oder kurz über die Mittellinie schießen, dahin stellen und gegnerische schnelle Units noch weiter blockieren, weil er kann zwar advancen, aber er darf den Advance da nicht beenden in 6 Zoll um diese kleinen Minen. Das heißt, ich kann ihn volles Pfund ausbremsen. Und dadurch darf er sie ja quasi auch nicht explodieren lassen, weil dafür müsste er eine Bewegung innerhalb von 3 Zoll beenden. Er darf sie aber nicht in 6 Zoll beenden, wenn er advanced. Also da kann man eine nette Sache machen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, für Missionen und so wird man das auf jeden Fall sehen. Ich weiß gar nicht, wie teuer eine Biowore sein muss, damit man die nicht mitnimmt. Ich glaube, die machen einfach ganz, ganz viel alleine schon. Ja. Und auch das Screening. Also alles, was ja direkten Einfluss aufs Scoreboard hat, ist ja das, wofür man Punkte und CPs letztendlich mit Kusshand bezahlt. Und ja. Das ist halt hier wieder exakt der Fall. Außer es drehen sich halt noch wirre Sachen um einen Objective Control Wert von 0, den die Mine hat. Also, dass man da irgendwas nicht machen kann. Du meinst das sowas wie, dass bei Engage oder Behind Enemy Lines so Einheiten, die quasi so Token-Shit wie Sporenminen oder Wulfen ausgeschlossen werden? Die sind quasi gleichzusetzen, ja. Aber Wulfen haben mit 40 mm Base eine viel beschissenere Base. Stimmt. Canifex hatten wir schon auf jeden Fall besprochen. Aber der große Bruder von Canifex, der Streamer-Killer.
Der Screamer Killer in der neuen Box, die Neuauflage von dem anderen bisschen kultigen Modell mit den Scherenklauen. Screamer Killer Talons mittlerweile. Also ich muss sagen, das Modell ist sehr, sehr hübsch. Und 10 Attacken Damage 3. Da kann man eigentlich auch wenig falsch machen. Mhm. Also außer Preis unterm Strich, ne? Davon, der steht und fällt auch. Ja. Mit dem Preis. Also der Gute hat auch nochmal D6 plus 3 Schuss. Und die Gegner scheinen, die davon getroffen werden, müssen auch nochmal einen Battleshock-Test mit minus 1 machen. Also der wird richtig wütend durch die Gegend laufen. Hat natürlich aber keinen Rettungswurf und auch nur 10 Lebenspunkte. Mal schauen, ob der so ein, keine Ahnung, 120, 150er Bereich ist, dann ist der wahrscheinlich gut. Und ansonsten landet der beim Rest der Leviathan-Box im Regal. Nicht beim ganzen Rest. Das Beste aus der Leviathan-Box kommt tatsächlich zum Schluss. Okay. Erstmal Hive Guard. Jo. Entweder die Anti-Tank-Variante oder indirekter Beschuss. Zwar kein unfassbar geiler indirekter Beschuss mehr. Aber wenn die auch wieder bezahlbar werden, haut so eine 6er-Unit entsprechend auch 24 Schuss auf die 4 plus Treffen, Stärke 5 minus 1, 1 raus. Das Interessante dabei, wenn sie auf einem Objective steht, jetzt muss ich gerade gucken, ob es model-wise ist. This unit, Achso, es ist Unit. Ja. Es muss nur einer das Objective ankratzen. Dann trifft die Unit auch im Abwehrfeuer auf die 4 plus. Das heißt, dass wir potenziell über einen ganzen Spielzug hinweg 24 Treffer mit der Unit haben. Ja. Vorteil ist auch, dass die Heavy Weapons sind und dass die Reichweite wieder auf 36 Zoll gegangen ist. Das hat, finde ich, unglaublich viel für eine indirekte Waffe. Natürlich schießen die halt auch nur mit 5 minus 1, 1. Ne? Also die machen halt so ein bisschen kleinen Knödelkram weg. Man kann vielleicht auch die Bio-Woren des Gegners fokussieren im Mirror-Match dann. Oder die Pyro-Woren sorgen schon mal für Cover-Ignore, bevor die loslegen. Nee. Okay, Bio-Woren haben Toughness 6 und 4 Lebenspunkte. Ich glaube, da knabbert man sich ziemlich, ziemlich lange durch. Ja, also eher so Kleinkram, wenn man jetzt irgendwie Ganten, Gargeule, Repentia, irgendwas in die Richtung, Servitor. Nee, also ich meine, die eigenen Pyro-Woren machen schon mal bei irgendwas vom Gegner Cover auf. Dann ist mir das eins entsprechend auch schon mal wieder mehr wert. Ach so, ja. Ja. Das stimmt. Okay. Tyrannofex. Mhm. Auch ganz cool. Kriegt nach aktuellem Wording gar keinen Schaden von Wulfen, oder? Ich glaub, wenn du das aktuelle Wording sagt, halt nicht den Passus mit to minimum of one, aber der wird, ich gehe mal zu 99,999% aus, dass das im Glossar kommt. Ich auch. Und aktuell schicke ich Grisha eine Nachricht, dass er null Schaden an dem macht. Ja, hat ja auch null Objective Control, dann kann er auch null Schaden machen. Kann ich mich mit 3 Einheiten gleichzeitig prügeln. Und hältst den Marker. Ach ja, schön. Nee, der ist ganz cool. Hat den fetten Flamer immer noch. Auch immer noch die schöne Range auf dem fetten Flamer. Oh ja, vor allem D6 plus 6, ne? Das ist halt. Uiuiui. Ja, auch ein schönes Ziel für Overwatch. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man den mit einem. Also, der hat auch 16 Leben, Toughness 12 und eine 2er Hose, ne? Also, wenn du den irgendwie nach vorne prescht, dann auf ihm einen Feel No Pain ziehst und dann einfach nur mit ihm overwatcht. Ich glaube, dann kann das schon ganz gut. Also kann schon einigen echt Probleme machen. Und was cool an der Waffe ist, dass die keinen Blast hat. Das heißt, man kann auch aus Nahkämpfen raus und reinschießen und alles. Ja, also davon auch ein, zwei könnte auch sexy sein. Ja. Die Rapture Cannon, also das wirklich einzige Anti- Fahrzeuggeschütz in der Armee aktuell. Uns fehlen also Datenblätter von Fortworld. Da sind nochmal 2 dicke Käfer drin, die interessant sein können. Aber dafür haben wir leider noch nichts. Was mit 2 Schuss? Boah, semi-interessant. 2d6 Damage? Ne? Also 2 Schuss schon mal semi-interessant und 2w6 kann halt auch
trotzdem nichts sein. Ja, vor allem die, also viele Fahrzeuge haben ja auch noch einen Rettungshof, so richtig frech. Ja. Sehe ich tatsächlich auch nicht. Also dafür finde ich Flammenwerfer mit, vor allem mit AP2, also dadurch, dass ja fast alles in AP runtergegangen ist, wenn dann irgendwie eine Biowore einmal, eine Pyrowore Cover ausmacht, ich glaube, dann flamert er da richtig, richtig ordentlich rein. Ja, die Kapsel bringt nochmal 12 Units runter, auch in Turn 1. Modelle mit drei Lebenspunkten, mit mehr als einem Lebenspunkt zählen allerdings als drei Modelle. Ja. Dementsprechend wird die Abzug voll. Ach nee, sogar Transportkapazität von 20. Heißt, wir können doch 6 Modelle mit 3 Lebenspunkten reinbringen. Ich habe mich da verguckt mit den. Oder ein Monster bis 12 Lebenspunkte. Da kam die 12 rein. Da hatte ich nämlich schon rumgespielt, ob. Weil die Landungskapsel kommt mit Deep Strike und der Morlock löst seine Fähigkeit aus, wenn er durch Deep Strike platziert wird, ob man da reinpuzzeln kann und in Turn 1 schon die Mortals, wenn einer noch ganz geballt steht, triggern kann. Das funktioniert leider nicht. Aber auch da, die Kapsel konnte man ja bis jetzt mit drei verschiedenen Waffen bauen. Muss man nicht verzagen. Das finde ich übrigens überall, also bis das, was ich bisher zumindest gesehen habe, ganz cool gelöst. Und auch käuferfreundlich, sage ich mal, von GW gelöst, dass die Sachen jetzt nicht mehr so krass relevant sind. Welche Waffen habe ich früher dran gebaut? Oh fuck, es ist nicht mehr spielbar, sondern ich kann einfach die für mich optisch coolste Variante dran bauen und es hat alles die gleichen Regeln. Auf jeden Fall. Zumindest. Ich bin noch sehr froh, dass ich für meine Harlequin 300 Waffen plus Arme magnetisiert habe mit 1mm Magneten, damit ich jedem und alles bemalt habe, damit ich bei jedem Modell zwischen Karis, Kiss, Schwert, Embrace austauschen kann. Jetzt. Ja, wenn das bei Harlequin jetzt auch wieder quasi rückabgewickelt wird, dann bin ich sehr froh, weil ich habe ja gesagt, nee, ich hatte ja damals meine Harlequin auf dieser Variante, die ich haben wollte und habe auch gesagt, wenn ich andere spielen muss, dann kaufe ich halt neue. Und ich habe auch noch ganz viele ungebaut hier liegen, wo ich bis jetzt nie dran gegangen bin, weil ich noch nicht die Kombination hatte oder die Muße hatte, mich über die Kombination herzumachen, wie ich es bauen muss. Wenn das jetzt der Fall ist, kann ich auch wieder richtig ins Harlequin-Geschäft einsteigen. Also, schick ich dir ein Bild von festgeklebten Armen. Das wäre zumindest die einzige Armee. Rechts an den Armen randrücke und alles hält. Das wäre die einzige Armee, wo es nicht wäre. Das wäre so ein richtiger Träumer. Wenn wir dann irgendwann gegeneinander spielen und bei dir Harlequine auf der anderen Seite stehen, dann mache ich mir Fenster auf und dann kommt ein Luftzug in den Raum und alle unbewaffnet. Ah ja. Was machen Flieger in der neuen Edition? Was glaubst du? Wir haben ja jetzt die zwei Flieger hier bei den Tyranniden noch. Allgemein oder die Tyranniden-Flieger? Erstmal allgemein, wie Aircraft wahrscheinlich Einzug halten wird. Also wir hatten ja quasi die Phase, Aircraft war voll dominant und Aircraft hat keine Rolle mehr gespielt. Wird es so ein Mittelding oder wird es eine von beiden Varianten? Ich persönlich finde Aircraft super stark. Was sagst du? Sie müssen weiter in Reserve starten, oder? Genau, außer du hast Hover, dann kannst du auch die Aircraft-Regel ignorieren. Also ausschalten. Okay. Ich finde sie echt ganz cool. Auch die Hive Crown hatte ich überlegt, ob ich mir schon die zweite oder mehr ja entsprechend auch wieder bestellen kann. Die haben eine ganz interessante Regel, dass die alles, was Fly hat, also auch Jump Pack und sowas zum Beispiel, plus 1 zu Hit kriegt. Mhm. Also dann trifft die schon mal auf die 2 und hat nochmal so ein bisschen Anti-Vehikel. Kram. Der hat natürlich auch wieder einen Flammenwerfer, ne? Dabei. Der ist dann auch wieder ein Flammenwerfer. Gegen so ein bisschen Massegerödel. Entsprechend wieder abwehrfeuermäßig. Hast du eine Hive-Crown ganz vorne drin und eine, die gerade so noch den Hive-Tyrant in 12 Zoll anknuspert und auch noch umsonst Abwehrfeuer geben darf? Was die vor allem auch hat, ist die Anti-Vehicle-Waffe, ne? Ja. Also dadurch, dass die Anti-Vehicle 4 Plus und Devastating Wound hat, heißt es einfach, dass jede 4 beim Vertreffen, beim Verwunden 2 Mortal Wounds macht. Das heißt, man trifft auf die 2, das ist so ein 2 plus 4 plus Wurf und dann drückt man dem Gegner Mortal Wounds. Das heißt, so kleinere Fahrzeuge, wie so Warwalker von den Eldern, dann sagst du einfach,
O minus 1 zu Wund, ist mir egal, 4 plus nimm weg. Mhm. Also. Wahrscheinlich, ich glaube, ich finde aber die Harp hier wahrscheinlich noch interessanter. Die hat ein bisschen mehr Beschuss von der Kadenz, ne? Mhm. Ja, wobei geht eigentlich. Sie hat halt nicht den Flamer. Die mittelstarken Waffen da mittlerweile. Ja. Überzeugen halt nicht mehr so krass. Kannst du halt Überflug-Mortals nochmal machen. Mhm. Ja, irgendwie sind die beide ja so ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Die geben nochmal was, was man sonst nicht so hat, aber der Beschuss ist jetzt auch nicht wirklich so überragend. Gefühlt zumindest. Aber sie können entsprechend mit Hover auf dem Tisch starten. Ich finde aber, also ich finde gerade das Beste an Fliegern, genau wie Towering-Modellen, ist, dass man die Ruinen-Line-of-Sight-Regel ignoriert. Das heißt, alles, was Obscuring angeht, wird von den Einheiten quasi ignoriert. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken in Richtung Gelände, wie wir das beim Baltic Cup hatten, oder wie die Gewehle jetzt auch letztens waren, mit diesen Klarsichtplatten, wo dann einfach nur eine kleine Mauer draufsteht oder so. Und wir jetzt irgendwelche Flugzeuge und Towering-Modelle haben, irgendwelche Titanen, dann können die einfach über diese Platten durch, also die können einfach durch alles durchsehen und gesehen werden. Man hat quasi jederzeit in beide Richtungen True Line of Sight. Das heißt, wenn wir irgendwelche Flieger haben mit guten Beschussprofilen, dann können wir aus der Reserve kommen und dem Gegner alle wichtigen Support-Einheiten wegsnipern. Das heißt, dann hast du irgendwie, du hast ja nur auch einen gewissen Footprint, dann hast du irgendwie deine tollen Bio-Voren und machst dir deine Secondary-Pläne und dann kommt da so ein Flieger und schießt dir übers halbe Feld einfach die Dinger weg, weil der einfach durch die Platten durchguckt. Mhm. Also, deswegen, ich bin da so ein bisschen am, immer wenn ein neuer Codex draußen ist, dann gucke ich mir direkt die Flieger an, ob die irgendwelche geilen Profile haben und ob man da irgendwelche coolen Waffen reinbekommt, dass man die aus der Reserve spielt und dann den Gegner einfach aus seinem Nest rausschießt. Ich glaube, da könnte einiges gehen. Wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, ist, dass die Waffen jetzt wieder nicht doppelt sind. Ne? Also man war es vorher ja auch gewohnt, dass man zweimal drei Schuss hatte bei zwei Waffen. Jetzt ist es die Twin Heavy Venom Cannon. Die hat nur, kann halt nur ein Schuss sein mit Wound Reroll, ne? Aber es, also die ganze Harpie kann, wenn es blöd läuft, einen Schuss, einen dicken machen, ne? Ja. Auf die 3 plus. Das ist halt... Also klar, ist noch die Stinger-Salvus, aber du musst halt dann mit Blast, also was natürlich am Blast stark ist, dass ab 5 Modellen kriegst du ja schon deinen extra Schuss. Ja. Das heißt, wenn du so einen 5er-Truppen Marines schießt, dann hast du 2 bis 4 Schuss. Ja. Ja, Sportsystem gucken wir uns nicht an, weil bleiben wahrscheinlich gesperrt für WTC. Also aktuell steht da kein Fortification Keyword. Das wurde bei denen vergessen. Weiß nicht, ob intended oder nicht intended. Ich bin stumpf drüber gegangen, weil... Echt? Ja. Ich hab das Datasheet gesehen, hab gedacht, oh, interessant, Keyword gecheckt. Direkt den Chat aufgemacht, gefragt, soll das so? Ja, und dann, also, das wäre auf jeden Fall ein potenzielles, nennen wir es Monster und nicht Gebäude. Das ist ein Monster, was sich nicht bewegen darf. Ja, hat aber auch kein, also weder die, also das hat nicht, das hat nicht die Sonderregel. Genau, aber es hat auch nicht die Fortification-Sonderregel. Weil alle Modelle, die Fortification haben, die bei denen steht auch im Profil Fortification als Keyword, als Sonderregel und nochmal erklärt. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das Ding keine Fortification mehr ist, sondern halt einfach ein geiles Monster. Man muss aber auch dann entsprechend zu Hause stehen. Früher hatte die nämlich Deep Strike oder quasi Infiltrator. Das konnte man sich auch aussuchen. Es ist ein Monster mit 10 Leben. Was passiert jetzt, wenn ich dieses Ding in die Landungskapsel reintue? Also quasi Turn 1, ich Deepstrike meine Sporozyste. Okay, warte, wir gehen erst die Barb Gowns durch, damit wir das abgeschlossen haben, weil wir haben ja gesagt, dann kommen wir den Scheiße-Labern. Okay. Achso, okay.
Okay, gehen wir erstmal die Psychophage oder wie man das ausspricht, glaub, durch. Das können wir auch so ziemlich überspringen gefühlt. Hat einen Flammenwerfer, ist ein Monster, was sich 8 Zoll bewegt, mit einer riesigen Base, das heißt, der wird immer ein bisschen rumlaufen. Der hat einen 4 Pain, 5 Plus. Der ist ganz gut. Ja, aber also selbst alle anderen, die wir vorher schon gestrichen hatten, hatten wenigstens einen 2W6 Flamer. Und der kommt mit 1W6 um die Ecke. Ja, Anti-Psyker im Nahkampf. Also wenn du gegen sowas wie Grey Knights, Thousand Suns oder so was in der Art spielen möchtest, falls das Meta werden sollte, oder auch Space Marines, die jetzt immer ein Lippi mit reinpacken in ihre Einheiten, dann ist die Nahkampfwaffe von dem gar nicht so scheiße. Mal wegsnacken. Also auf die, bei einer Verwundung, also man bekommt, wenn die gegnerische Einheit unter Starting Strength ist, bekommt man plus 1 zu Hit. Okay. Und plus 1 zu Wound bei noch weiter drunter. Das heißt, wenn der Gegner ein bisschen angeknuspert ist, dann trifft man auf die 2 und macht auf die 2 plus 2 Mortal Wounds. Ja, okay, das ist ganz nett. Also wenn das Ding, keine Ahnung, so 80 bis 110 Punkte oder so kosten sollte, oder sagen wir mal unter 80 oder so, dann unter 100. Und wenn wir Reynolds und Co. als wird auf der WDC gespielt, herauskristallisieren, dann male ich 3 an, ja. Ich hoffe es. Einfach weil ich weiß, wie lange du für ein Monster brauchst zum Malen. Die geht sogar. Also die hat ja relativ wenig Schuppenanteil. Okay. Also verhältnismäßig zu anderen Monstern zumindest. Wer allerdings größenverhältnismäßig sehr hohen Schuppenanteil hat, sind nämlich nochmal die Barbgotten. Ich hoffe, die werden auch gut. Die finde ich halt geil. 24 Zoll Reichweite. Ja. Und alles, was von denen getroffen wird. Ich meine, die kommen in der 5er, ne? 5 bis 10 Units, genau. D3 Schuss, nee, D6 Schuss sogar. Das heißt, ja. Kannst und Blast. Theoretisch effektiv 2 bis 5, also je nachdem, wie safe du Einheiten einen Debuff geben möchtest, kannst du halt ein, also 2 kann man eigentlich safe sagen, aber dann kannst du mal eventuell auch 3 bis 4 Units splitten. Ja. Und jede Einheit, jede Infanterieeinheit vom Gegner, die einen Treffer bekommen hat, kriegt minus 2 Bewegung und minus 2 auf Advance und minus 2 auf Charge Rolls. Ja. Also in der Theorie sind die echt richtig cool. Ja. Ist natürlich die Frage, wie man die angebracht bekommt und ob die dann einfach im Return elendig verrecken mit ihrem im Grunde ein bisschen schlechteres Space Marine. Geht man davon aus, dass es Ganten sind. Das heißt, preistechnisch dürfen die dann wahrscheinlich auch sterben. Ja, die haben immerhin, sind im Grunde ein Scout. Toughness 4, 2 Leben, 4 aus 11. Ja. Also, ich stelle mir gerade vor, wenn man damit gegen sowas wie Death Guard spielt oder Terminatoren, dann wenn man so einen Terminator trifft, dann bewegt er sich nur noch geschmeidige 3 Zoll. Direkt auf den Krüppel, der am Boden liegt, noch drauf. Ja, vor allem, die schießen dann auf 24 Zoll Reichweite. Also, wenn du dich bewegst, dann nur rückwärts. Ah, ist so lustig, wenn die den Gegner so ein bisschen nach hinten schieben würden von der Platte und dann in den Koffer zurück. Gefühlt so ein Laufband, wo man die Figur draufstellt und sie irgendwann hinten runterfällt. Also, die finde ich auch sehr spannend. Also, ist halt zu dem eigenen Speed und sehr viel positiven Bewegungsschädigen, dem Gegner noch neben Minen und den Barbgowns 2 Bewegungs-Debuffs quasi in die Ohren hauen zu können, kann man zumindest in meinem Kopf aktuell sehr guten Einfluss auf Plattenverschiebungen etc. Nehmen und selbst bestimmen, auf welcher Hälfte es abgeht. Oder wenn ich verschieben will, habe ich den Speed zu verschieben und nehme dem Gegner nochmal einen Speed, um mitzukommen. Mhm. Apropos so ein bisschen Bewegungskontrolle. Was hältst du denn von einer Sporozyste in einem Drop-Hot? Also die Sporozyste
Wir sind durch mit den Babcons. Wir dürfen. Okay. Also wir haben auch, ich dachte also, auch, wir ziehen voll krass durch und hauen hier raus, aber wir sind schon bei einer Stunde 34 übrigens. Für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Aber jetzt kommt der Teil, wo ihr, wenn ihr müde seid, dranbleiben könnt. Weil ab jetzt kommt Schrott. Also wir können euch im Auto jetzt wach halten und jeder, der effektiv was von seinem Leben haben möchte, kann jetzt abschalten. Ja, hallo, ich möchte die Chance nutzen, um nebenbei World Eater zu bemalen. Ach, so ein bisschen. Natürlich. Ich muss demnächst noch World Eater bauen und an Lim, an Wilm schicken. Schönen Gruß an Wilm. Du lässt ja die bemalen? Nein, ich baue sie für Wilm, weil der ist zum Glück so faul, dass er das Bauen gut bezahlt. Oha, krass. Ja, schon mal schöne Grüße an Wilm. Ja. Wilm, der Erbauer. Ja. Kleiner Bruder von Bran. Der erbautes Kind. Bekomme. Okay. Ja, Sporozyst in Landungskapsel. Mhm. Also Sporozyste, was macht das ganze Ding? Wir haben ein Defensivsystem, die Hive Defense. Und jedes Mal, wenn eine Unit einen Normal Move, Advance oder Fallback macht, innerhalb von der Reichweite dieser Waffe, dann darf die Sporozyste darauf schießen. Und der Vorteil ist, diese Waffe hat eine Reichweite von 24 Zoll. Mhm. Und das darf man bis zu 4-mal pro Phase machen. Das heißt, man kann selber in seiner Runde einmal schießen. Und dann in der Gegnerrunde nochmal 4-mal. Das heißt, man kann quasi 5-mal pro Battle Round schießen. Das sind dann 25 Schuss mit Stärke 5 minus 1, 2. Mhm. Ja. Neben dem, dass es ein sehr bescheuerter Vorschlag ist, klingt das sogar banal spannend. Ich würde es trotzdem nur in der Konstellation machen, wenn ich eine GoPro aufhabe, wenn ich meinem Gegner erzähle, dass ich das Ding jetzt in die Kapsel stecke. Und dann so hier wie bei Hikaru, diese, wo der Gegner seinen König um König angegriffen hat, diese Musik dazu, so der Gesichtsausdruck, wenn die Sporozyste aus dem riesigen Ei rauskommt. Und dann aus der Sporozyste schießt man so kleine Mukli-Bomben. Das hast du dann wie so eine Babuschka, dann kannst du das mal aufmachen und dann so Stück für Stück baust du das Puzzle Richtung Gegner, so you shall not move. Dann spielt er irgendwelche Knights oder so. Dann gibt es da die drei Durchgänge und dann legt man ihm auf jeden Durchgang immer so einen kleinen Haufen. Meintest du jetzt gerade diese russischen Puppen quasi? Oder? Ja, genau. Ja. Okay. Und dann stellt man einfach noch eine kleine Mine vor die große Mine und guckt, ob er was dagegen sagt. Ich müsste, weißt du zufällig, wie groß die Base ist? Das ist eine 100 mm Base, glaube ich, aber da hört es nicht auf. Also das ist ja ein Modell ohne Movement Characteristic und man muss sich ja komplett innerhalb von 3 Zoll platzieren, wenn man aussteigt. Dann ist die Frage, was passiert, wenn das Monster, was aussteigen möchte, zu groß ist? Aktuell ist es ja über FAQ geregelt, das ist klar. Okay. Hoffen wir mal, dass da gute Arbeit geleistet wird, damit unser Traum der Turn 1 Sporozyst Invasion am Leben bleibt. Aha. Okay, ich schieb dir Advanced einen Tyrannofax ins Gesicht. Eine Hive Drone fliegt dazu. Einer von beiden bleibt in 12 Zoll zu dem Hive Tyrant und ich schicke dir 3 Kapseln mit 3 Sporozyst nach vorne und mache 14 Mal Abwehrfeuer. Und die Sporozysten, die spawnen noch Mukloid-Sporenminen. Ja. Und von hinten, die machen die normalen Sporenminen. Okay, also wir sind bei potenziell in der Theorie 14 möglichen Abwehrfeuer in einem Turn. Für 1 EP. Und den haben wir kostenlos vom vom Swarmlord bekommen, ne? Nee, den zweiten quasi machen wir kostenlos. Also die Hive Drone oder die Tyrannofax, einer von beiden bezahlt. Kann man machen. Mhm.
ist die Frage, wie sinnvoll das ist. Aber so Armeen, manche Armeen, die jetzt irgendwie so squishy Stuff haben. Scheiß auf sinnvoll. Die Kombination geben wir auch gar nicht preis. Aber wir sagen jetzt, das Internet muss ja den nächsten Aufschrei haben. Tyranniden-Kodex OP, 14 Mal Abwehrfeuer in einem Zug möglich. So, Teil 2 nach Mortal Wounds. Ja. Die Overwatch. Die Ich habe Overwatch-Tyranniden. fast so viel Overwatch Activations, wie ich sonst Mortal Wounds hatte. Das einzige Problem ist, dass der Overwatch immer noch Sechsen trifft. Das steht ja nicht in dem Artikel. Außer bei der Hive Guard, wenn die auf dem Marker stehen. Okay, was würdest du sagen? Was sind auch so geile Kombos oder Sachen? Hattest du das mit den Sporenminen schon so ein bisschen erklärt? Ja, ne? Genau, also das meiste sind wir. Also mir gefällt das Ganze, dass ich halt so viel Einfluss während des Spielverlaufs, während eines Zuges, nicht nur in der Bewegungsphase, sondern während eines Zuges kann ich halt noch verschiedene Bewegungstricks machen mit den Fexen, mit Jamaranten, das Einbuddeln von Revenants. Ich glaube, da geht halt echt einiges. Dann dazu. Ich überlege gerade, was man noch so effektiv. Je nach Kosten könnte man jetzt halt auch gucken, wie man noch einen möglichst billigen Flamer für Abwehrfeuer, ob es einen 12 Lebenspunkte Flamer für die Kapsel noch mal effektiv gibt. Aber Also ansonsten, der Morlock ist halt einfach sexy, ne? Also. ich glaube, so Morlocks sind wirklich gesetzt und der eine Dickmops mit dem Flammenwerfer, ich finde einen tatsächlich ziemlich nice, wenn der nach vorne geht. Und ich glaube, ich finde den fast noch cooler als so diese Carnifex-Rotten, weil er wahrscheinlich leichter zu manövrieren ist und dann einfach ein bisschen overwatcht. Ja, je nachdem, wie teuer Pyrovoren sind, bringt es natürlich da auch nochmal eine Einheit mit. Eine Vierer-Trupp geht ja, in den Dreier-Trupp ist das Maximum, ne? Das heißt, Ja. 3W6 plus 3, das heißt 13 Treffer, 13 bis 14 Treffer, Stärke 6 minus 1, 1 mit vollem Wound-Reroll. Ja. Für zweimal Schießen quasi kriegst du nach vorne. Also das sehe ich auf jeden Fall, dass man wieder diese Landungskapseln mit Pyrovoren spielt und den Gegner dazu müllt. So ein bisschen im Grunde wie das, was Elder mit Warpspinnen machen. Oder den Dire Avengers, dass man quasi zweimal schießt, bevor der Gegner überhaupt agieren kann. Weil das Einzige, was man dagegen machen kann, ist halt stationär bleiben. Aber Oder falls der Neuro-Tyrant doch so günstig ist, kann man den auch in eine Kapsel stecken. Der hat alleine die 2W6, den 2W6 Flamer. ah, du meinst dieses neue Modell? Okay. Aber der ist ja auch Monster, ne? Also komplett alleine einfach nach vorne und ab mit ihm. Ja, gib ihm. Uff. Ja, also wenn er günstig ist. Also der hat halt 2W6 Stärke 5 minus 1, 2 Schaden, ignore Cover. Weißt du eigentlich, wie das ist, wenn man eine Bodyguard-Unit, also eine gemischte Einheit da reinpacken möchte? Ob ich jetzt den Schwarmtyrant Nee, es ging, glaube ich, plus. oder Monster. Okay. Aber ich habe ja quasi eine Unit. Ja, aber es ist nicht ein Monster, oder? Ja, die Frage, ob man dann das irgendwie sicher mogeln 20 kann. Infanteriemodelle or ein Tyrant Monster Model steht auch. Schade. Da kann man dann nichts erschummeln. Aber die Hive Crown hat auch 12 Lebenspunkte. Ja. Was ich mir vielleicht auch noch vorstellen könnte, wenn man Anti-Vehicle hat, ob man da vielleicht trotzdem eine Hive Guard reinschickt und dann einmal so diesen Hive Guard Drop hat mit 6 Hive Guards und dem Anti-Vehicle 2 Plus. Aber dann sind die halt auch weggetradet, ne? Relativ teuer in den Mann gebracht. Wahrscheinlich schon, ne? Also zumindest
Also aktuell wäre das ja ein Invest von, ich schätze mal, viel. 300 bis 350 Punkten. Ja. Also 350 nach aktuellen Kosten. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man jetzt nicht irgendwie diese krassen Leader-Kombinationen hat. Also nachdem ich so ein bisschen in Space Marine Sachen durchgeguckt habe, mit 50 Charakteren irgendwie, ich finde, es gibt nicht so diese, was heißt Obvious Picks, aber so dieses, ich schließe mich irgendeine Einheit an, sondern ich kann mich irgendwie Tyrannenwachen anschließen oder aus 2 Carnifexen kann ich 3 Carnifexe machen. Gut, dann ich kann die aber auch genauso gut zu zweit rumlaufen lassen. Eigentlich möchte ich auch nur einen einzelnen Carnifex, weil wenn da jetzt jemand richtig voll reinrauscht, sobald ich 3 Typen habe, dann kostet ja auch bestimmt 300, 400, 500 Punkte irgendwas. Dann kriegen die Oath of Mormon drauf und ich glaube, dann schneidet man auch durchs Fear No Pain durch. Also mir gefällt potenziell auch, was MSU-mäßig möglich ist. Ne? Also du kannst ja theoretisch, sprechen wir hier von einem Death Leaper, 3 Lektoren, 3 Mortracks, die alle ja. Dieses Lone Operative haben. Ja. Das heißt, du hast schon mal 7 Units, die du nur aus nächster Distanz bearbeiten kannst. Okay, das heißt, du brauchst so ein bisschen Counterpunch, ne? Also eigentlich die Typen und dann ist die Frage, ob Revan erreichen oder ob man denen noch irgendwie Support geben muss. Ob man vielleicht dann auch noch Nahkampftyraniden Krieger oder so nimmt. Wo gehen die Ravenna-Trupps denn jetzt? Oh, ich schätze 3 bis 6. Alter, ich habe 27 davon. Sind die echt nur 3 bis 6? Ja. Tja, kannst ja Karin die anderen geben. 3 bis 6. Ja, krass. Ja, habe ich einen ganzen Trupp, den ich nicht mehr spielen kann. Danke. Gucke ich nach, wie viele also, bemalt sind. Ist halt die Frage. Also ich sehe jetzt gerade noch nicht so diese krassen Devastating Wound Units. Auch noch nicht so diese Nahkampfeinheiten. Also für diesen Counterpunch, die Fight First Sachen, da hat man eigentlich nur diesen einen Death Leaper geführt. Na gut, also so eine 6er-Trupp Ravenas mit 42 Attacken. Ja. Macht 36, ne Quatsch, macht 24 Treffer mit vollem Wound-Reroll. Wurde ich bekommen, die vollen Wound-Reroll? Weil die sind twinlinked. Ah, twinlinked, ja. Ja. Okay, gegen. Du hast halt dann echt ein Fahrzeugproblem, ne? Wie würdest du denn. Also. Bei dem, was du jetzt bei Marines bisher vorgelesen bekommen hast und von Elder und Astra so in den Streams gesehen hast, wie würdest du da Tyrannidien im Vergleich so einschätzen? Ich habe von Elder nur Krankes gehört und von dem her, was wirklich zwischendurch an Kombinationen in der WTC-WhatsApp-Gruppe abgeht, was einfach nur gaskrank ist und so ein Lim wahrscheinlich die ganze Zeit nur an die Decke geht, was er an der Verkunft schreiben muss und durchformulieren muss. Gehen da ja schon völlig kranke Dinge. Ja. Auch dieses, okay, ich nehme bei Eldern ganz viele Variablen raus durch diese 12 Würfel, die ich liegen habe und so. Ja. Da hat man schon einen schweren Fuß. Also wie gesagt, man muss es man muss weg von diesem ich töte, sondern ich mache Mission Play. Lass es schnelle Units sein. Kann man noch aus dem Fahrzeug aussteigen, wenn das zugestellt ist aktuell? Ja, innerhalb von 6 Zoll, das kann man jetzt immer machen. Okay, also bei nicht nur die Explosion kann man immer in 6 Zoll aussteigen, sondern auch beim normalen Aussteigen. Achso, normal ist das ein Bug? Nein, ich glaube nicht. Gut, also das wäre zum Beispiel was, wie ich Transports umgehen müsste mit Tyrannien. Indem ich schnelle Massenmodelle habe und dir das Aussteigen nicht erlaube. Okay, das heißt, du brauchst einen Gegner, der mit dem Transporter in deine Richtung fährt und sich zustellen lässt, so ein bisschen. Warum? Also mit Gargoyles und Co.
ja, außerhalb von der Engagement Range, stell dir ein Fahrzeug auf 24 Zoll mit Gargoyles zu. Hm. Darfst du ja nicht aussteigen. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen der Zugriff auf Devastating Wounds. Also ich finde andere Fraktionen über diese Mechanik mit den Mortal Wounds und auch sehr viel Lethal Hits und also quasi Hail of Doom, was viele Sachen haben, dadurch kann man halt diese ganzen High Toughness und die guten Saves umgehen. Mhm. Und gefühlt das, was diese Tyranniden-Monster eigentlich tough machen sollte, ist der hohe Toughness-Wert, aber der wird irgendwie dadurch umgangen. Die haben nicht die Vorteile, die Fahrzeuge haben mit dem Tankshock-Stratagem, die dadurch eben nochmal Schaden rausholen können. Gefühlt werden die von Anti-Tank-Waffen komplett gefressen, dadurch, dass sie keine Rettungswürfe haben. Also ich bin gespannt, was der Rest so bringt, ob der Tyranniden-Kodex zum Beispiel für die WTC jetzt tauglich ist. Ja. Wo ich mir grundsätzlich aber keinen Kopf mache, ist, dass es definitiv auch im Single lustige Spiele werden, die einfach ganz andere Skills trainieren und schärfen jetzt. Und auch auf der anderen Seite könnt ihr euch jetzt 2 Monate ablachen, weil dann kriegen wir den Kodex und dann seid ihr wieder am Arsch. Das könnte passieren. Weil dann können wir ja auch sagen, alle, die jetzt Tyranniden anfangen, ich habe die schon gespielt, als die noch nicht so cool waren. Es werden einfach alle aus der Leviathan-Box gebufft, ne? Ja, das, also ist die Box ausverkauft und dann kommt man ja nicht mehr ran. Ist doch der alltägliche Gang. Ja, alles was im letzten Kodex, und das ist jetzt der Index, nicht so cool war, wird im Kodex besser. Und mit einem 2 Monate überbrücken komme ich klar. Ja, ich finde auf jeden Fall interessant den Kodex. Ich glaube, wird ein interessantes Spielen, aber ich sehe die jetzt momentan, also es gibt viele, viele coole Units, aber es sind irgendwie alles so Spielerei-Gimmick-Units. Ja. Es sind irgendwie nicht so diese Hardhitter, nicht so, das ist meine krasse Brecheinheit, die buff ich hoch oder da mache ich dies, das, gehe rein, mach trade die so richtig effizient weg, sondern irgendwie ganz viel kleiner Wuselscheiß und ja. Also es wird das große Krabbeln. Ein sehr starker Skill-Kodex, glaube ich, Index. Also es wird jetzt nicht mehr dieses, okay, jeder kann den Kodex nehmen und stellt Datenblätter hin, die einfach sehr, sehr viele Fehler übers Datenblatt verkraften. Sondern es wird, man wird gezwungen, KU-Listen, KU-Style zu spielen. Ich baue ganz viel Tech, ganz viele verschiedene Datenblätter ein und mache Sachen mit dir, von denen du nicht wusstest, dass die mit dir passieren können. Quasi jedes Data steht einmal und dann Pyrovon, Biovon, Morlocks. Ja. Und ich meine, wenn du einen Stellungsfehler machst und da können 2, vielleicht 3 Morlocks, also der erste kommt, drückt dich rein, dadurch geht über Verluste wieder ein Loch auf, dass der nächste Morlock einen Tacken tiefer reingehen kann. Dadurch gehen dann wieder Units über die Wupper, dass wieder eine Lücke aufgeht, wo der dritte Morlock in einem Zug reingehen kann. Dann kann das Ding auch schon durch sein, ne? Das kann natürlich auch passieren mit Spornminen oder so. Wenn du jetzt die Minen richtig hast oder richtig spawnst oder vielleicht doch irgendwie 3x3 Bio-Warnen und dann alles voll bombardierst mit Minen hinter Wänden, dann kannst du auch mit den Minen erstmal ein Loch in der Bewegungsphase reinreißen und dann hinterher Morlock nach Morlock reinschieben, ne? Ja. Was dann natürlich jetzt, ich muss mal gucken, darauf habe ich gerade gar nicht geachtet, weil erstmal geht man ja davon aus, dass die Runde nicht überlebt, aber potenziell hatten die... Also du kannst normal advancen mit denen, tatsächlich. Genau, du kannst normal advancen weiterhin. Du hast Bewegung 4 plus Advance, explodierst in 3. Jo. Ja. Das heißt, du bist außerhalb von 9 platziert gewesen, wenn der Gegner sich jetzt bewegt. Du kannst ja auch eher so eine Zonenverteidigung vielleicht machen, dass du jetzt nicht direkt auf 9 Press an den Gegner ranschockst, sondern dass du eher so Markup deckst. Und dann hast du ja noch die Mukulitz-Boars, die quasi
in der gegnerischen Aufstellungszone mehr oder weniger schon sind, die sein Advance verhindern. Ja. Bin ich super gespannt. Also hört sich halt echt nach so einem Friemel-Spiel an. Also würde ich sehr, sehr gerne mal gegen spielen. Nee, machen wir nicht. Ob da am Ende so die Power reicht, bin ich echt gespannt. Ja, also ich glaube, das Power-Game wird es einfach nicht. Und du hast halt die paar Units, die wir jetzt zum Beispiel auch schon gesagt haben, mit einem Tyrannofex hätte ich gerne drin, vielleicht ein paar Fexen. Und das ist ja das, okay, wenn ich einen davon reinnehme und zwei Fexe, was ist das dann? Eine Dreier-Units. Wie heißt deine tolle Waffenplattform? Ach so, Sportsist. Nee, deine Elder-Scheißding. Ach so, Support Weapon, Battery. Ja, mit der D-Cannon. Also es ist eine Unit D-Cannons, die das Problem regelt. Welches Problem? Ein Tyrannofax oder eine Einheit Carnifex. Ja, auf jeden Fall. Ja. Cool. Einmal schießen und dann ist das Ding wegschnabuliert. Also und genau sowas meine ich halt. Wenn ich jetzt denke, oh, ich spiele gegen Eldar, dann irgendein Threat und dann weiß ich, okay, ja, die eine Einheit, die regelt das Problem für mich. Und bei Tyrannien ist jetzt so, okay, wer regelt für mich das Problem? Niemand, okay, dann spielen wir halt Mission. Ja. Aber kann natürlich auch sein, dass es fürs Teamformat, es gibt ja auch einfach das Konzept der Punkte in den Listen. Das kann natürlich auch sein, dass man mit Tyrannien am Ende des Tages so eine richtig geile Teamliste baut und sagt, ich spiele einfach gegen jeden einen Draw. Ich gewinne die Matches nicht, aber ich verliere sie auch nicht. Und dann schmeißt man die halt einfach auf die stärksten Gegner drauf und bombardiert den und müllt den zu. Schießt immer hier und da eine Mine für Secondaries und auf einmal hat man einfach viele Punkte gescored. Ja. Da bin ich nämlich auch mal gespannt, wenn wir unterm Strich dann alle Indizes da haben, wer was kann, wer was nicht kann. Mhm. Mit den Grey Knights Datenblättern, die ja gerade gedroppt sind, quasi, ging ja auch schon heißer Scheiß da gerade durch die Gruppe, die ich gesehen, aber noch nicht gelesen habe zumindest. Ja, auf jeden Fall. Da mal abwarten, ne? Also wenn das natürlich dann entsprechend ein Autopick wird, gucken, wie man dagegen bauen kann. Ich meine, was du natürlich machen kannst, ist, dass du Aushaltenkonzepte baust und dann jeder aus dem Team fährt einmal bei dich drüber und du guckst, man guckt, wer dich am besten zerstören kann oder ob du gegen irgendwen reinschwammst. Also Bootcamp 2.0, ja. Ja, und so. Nur, dass ich mich diesmal nicht von Drukhari überfahren lasse, sondern mit Drukhari, sondern mit Tyranniden. Ja, klar. Ich glaube, ein bisschen Bepanthen und Gleitgel habe ich vielleicht noch. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ein bisschen reicht. Müssen wir mal fragen. Ja, cool. Wer es bis hierhin geschafft hat, der hat jetzt auch den letzten Dünnpfiff ertragen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Sachen auf dem Herzen hast. Nee, ich kriege ja aber einen Alert schon. Ich weiß nicht, wie lange der läuft. Need more recording time? Upgrade your account. Also wir müssen vielleicht auch Schluss machen. Okay, dann. Danke fürs Zuhören. Als nächstes machen wir einen Elder-Podcast. Ja, das freue ich mich. Da kann ich die ganzen dummen Fragen stellen und vielleicht gucken, ob wir eine Waffenplattform in eine Viper stellen können oder so, regeltechnisch. Bestimmt. Es gibt einen. Ja, machen wir. Die fährt als Beifahrer. War ein guter Start. Wir haben die 2 Stunden fast voll gemacht. Wie viel Wahrscheinlich bis zwei noch? Dürfen wir auch nicht länger, weil 2 Stunden kommt bestimmt dieser Cut. Oh shit. Ja, nee. Stunde 58 sind wir. Ah! Gut. Einen schönen Abend noch. Liebe 40k-Athleten. Liebe 40k-Athleten. Ciao. Ciao, ciao. Normal. Wir feiern Bolter wie ein Spam. Danach wechseln wir, entspannen dir, Sound of Game. Du kannst machen, was du willst. Wir killen Screen. Kings of the Hill. Kommen wir nicht mit War Machine.